Herzlich willkommen bei der 46. Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses. Die Tagesordnung bietet wieder jede Menge Diskussionsstoff. Doch bevor die Abgeordneten sich in die inhaltlichen Debatten stürzen können, wird der regierende Bürgermeister höchstpersönlich Klaus Wowereit aus gegebenem Anlass eine Regierungserklärung abgeben unter dem Titel Flüchtlingspolitik in Berlin, Augenmaß, Menschlichkeit und klare Regeln. In der aktuellen Fragestunde will die Regierungskoalition über den demografischen Wandel in Berlin sprechen. Die Oppositionsparteien hingegen interessieren sich eher für die Komplikationen beim Bau des Berliner Flughafens. Auf Antrag der Linken steht der Fachkräftemangel in den Kitas auf der Tagesordnung. Hier geht es um die Schaffung einer Beratungsstelle für berufliche Quereinsteiger und auch um die Frage, wie neue Bewerber für das Berufsfeld gewonnen werden können. Parteiübergreifender Konsens besteht bei den Anträgen zur Einsetzung einer Enquete-Kommission Neue Energie für Berlin und bei der Umsetzung der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses. Gleich beginnt die Sitzung. Wir schalten rüber. Bleiben Sie dran. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte, die Plätze einzunehmen. Ich eröffne die 46. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin, begrüße Sie, unsere Gäste und Zuhörer sowie die Medienvertreter recht herzlich. Ich begrüße heute erstmals im Plenum den neuen Staatssekretär der Stadtentwicklungsverwaltung, Herrn Dr. Engelbert Lüttke-Daltrop. Herzlich willkommen auf gute Zusammenarbeit, Herr Dr. Lüttke-Daltrop. Dem entpflichteten Staatssekretär Ephraim Grote danke ich im Namen des Hauses recht herzlich für die geleistete Arbeit. Zum heutigen Geburtstag gratuliere ich ganz herzlich dem Senator für Finanzen, Dr. Ulrich Nussbaum. Herzlichen Glückwunsch, Herr Senator. Und ich gratuliere zum heutigen Geburtstag unserem Direktor, Herr Christen. Herzlichen Glückwunsch. Dann habe ich wieder Geschäftliches mitzuteilen. Am Montag sind folgende 5 Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde eingegangen. Antrag der SPD-Fraktion zum Thema mit guter Pflege in die Zukunft Berlin gestaltet den demografischen Wandel sowie ein gleichlautender Antrag der Fraktion der CDU. Ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Thema BER, 8 Milliarden Kosten, kein Lärmschutz, keine Eröffnung vor 2016. Klaus Wowereit hinterlässt ein schweres Erbe und ein Antrag der Fraktion Die Linke zum Thema Flughafen BER, Volksinitiative ernst nehmen, endlich mit Brandenburg über Lärmschutz verhandeln und ein Antrag der Piratenfraktion zum Thema Mehrkosten, Personalquerelen, Managementversagen der BER am Abgrund dank Klaus Wowereit. Ich lasse nun abstimmen und zwar zunächst über den Antrag der Fraktion der CDU. Wer diesem Thema, Stichwort Pflege, zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktion und der fraktionslose Kollege Gegenstimmen. Das sind die 3 Oppositionsfraktionen. Gibt es Enthaltungen? Nicht der Fall. Dann rufe ich dieses Thema für die Aktuelle Stunde unter dem Tagesordnungspunkt 1 auf. Die anderen Anträge der Aktuellen Stunde haben damit ihre Erledigung gefunden. Dann möchte ich auf die Ihnen vorliegende Konsensliste sowie auf das Verzeichnis der Dringlichkeiten hinweisen. Ich gehe davon aus, dass allen eingegangenen Vorgängen die dringliche Behandlung zugebilligt wird. Sollte dies im Einzelfall nicht Ihre Zustimmung finden, bitte ich um entsprechende Mitteilung. Entschuldigung von Senatsmitgliedern. Senator Dr. Nussbaum, abwesend von ca. 15.15 Uhr bis ca. 18.30 Uhr, Teilnahme an der Sitzung des Verwaltungsrats der KfW ist hier die Begründung. Und Senator Müller ab ca. 18.45 Uhr. Grund ist, dass er ein Grußwort hält bei der Veranstaltung ICAP, Startschuss für eine elektromobile Stadt. Der regierende Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat mir mit Schreiben vom 8. April 2014 mitgeteilt, in der heutigen Sitzung eine Erklärung gemäß Artikel 49 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zum Thema Flüchtlingspolitik in Berlin, Augenmaß, Menschlichkeit und klare Regeln abgeben zu wollen. Entsprechend der Verständigung im Ältestenrat rufe ich diese Erklärung jetzt auf und erteile dem regierenden Bürgermeister das Wort. Bitte schön, Herr Wowereit, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Oranienplatz ist von den Flüchtlingen nach langer Zeit freiwillig und selbst geräumt worden. Dies ist gut für den Zusammenhalt in unserer Stadt. Und ich bin dankbar und sage diesen Dank an alle Beteiligten, die dies ermöglicht haben, vor allen Dingen Frau Kohler als Verhandlungsführerin, aber die vielen Menschen, die sie dabei unterstützt haben, ein recht herzliches Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in unserer Stadt hat ein Thema wieder an Aktualität gewonnen, das uns alle angeht, die Aufnahme von Flüchtlingen. Es ist für Berlin kein neues Thema. Wir leisten seit Jahrzehnten unseren Beitrag im Rahmen des bundesweiten Verteilverfahrens. Aber die Zahl der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Wir spüren das auch in Berlin. Wir brauchen neue Unterkünfte. Und wir müssen auch heute noch immer wieder Ressentiments überwinden. Nur so werden wir der Herausforderung gerecht, vor der wir in Deutschland und in ganz Europa stehen. Nicht zuletzt die Ereignisse rund um den Oranienplatz haben deutlich gemacht, dass es beim Thema Flüchtlingspolitik um mehr geht als um die Bereitstellung von Wohnraum oder die Auszahlung von Mitteln zum Lebensunterhalt. Es geht auch um eine grundsätzliche Haltung, um die Frage, ob wir in der Stadt zum gemeinsamen solidarischen Handeln bereit und in der Lage sind. Mit Augenmaß und Menschlichkeit, aber auch mit klaren Regeln, die von allen beachtet werden. Wir haben da in dieser Woche ein gutes Ergebnis erzielt für ein freies und faires und weltoffenes Berlin. Ein Erfolg der Beteiligten, aber letztlich ein Erfolg für die ganze Stadt. Ich sage grundsätzlich, ja, Berlin bietet Menschen ein neues Zuhause, die ihre Heimat verlassen mussten, weil sie dort verfolgt wurden und nicht mehr friedlich leben konnten. Das ist nicht zuletzt auch eine Antwort auf unsere eigene, die deutsche Geschichte. Viele deutsche Juden und politisch Verfolgten hätten Shoah und Naziterror überlebt, wenn sie in anderen Ländern Zuflucht gefunden hätten. Doch viele Länder machten die Grenzen dicht. Aus der Erinnerung an die Geschichte haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes das Grundrecht auf Asyl abgeleitet. Dies gehört zum Gründungskonsens der Republik und dies sollte niemand in Frage stellen. Diesen Konsens gegen Versuche der Aufweichung zu verteidigen, die es immer wieder gab, ist unsere gemeinsame Aufgabe. Heute offen zu sein für Flüchtlinge ist aber auch eine Antwort auf die Herausforderung unserer Zeit. Über 45 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht, die meisten innerhalb ihrer Region. Nur ein aktuelles Beispiel: Allein der Libanon hat über 1 Million Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen und ist damit am Rand seiner Möglichkeiten. Nur wenige dieser Flüchtlinge erreichen Europa. Es ist unsere Verantwortung, innerhalb der europäischen Solidarität auch einen Teil dieser Last mitzutragen. Hinter den Flüchtlingszahlen verbergen sich immer einzelne Menschen. Es geht hier nicht um kalte Statistiken. Jede und jeder hat ein eigenes Schicksal. Aber eines eint sie alle: Niemand verlässt seine Heimat aus freien Stücken. Die Not muss schon sehr groß sein, um einen solchen Schritt zu gehen. Das sollten wir in all den Debatten, die wir immer wieder führen, nicht vergessen. Es geht in allererster Linie um Hilfe für Menschen in Not. Und das Einzelschicksal, was dargestellt werden könnte, ist so furchtbar. Das möchten wir alle miteinander für uns selbst nicht erleben müssen. Und dies sollte uns den Respekt einflößen, mit den Menschen, die hierher kommen, aus dieser Not heraus humanitär umzugehen. Und etwas anderes bleibt auch klar: Berlin steht zu seinen Verpflichtungen. Alle Bundesländer tragen entsprechend ihrer Einwohnerzahl
nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel Verantwortung für die Aufnahme von Flüchtlingen. Es gab Zeiten, da wurden uns noch sehr viel mehr Anstrengungen abverlangt. Als im Jahr 1992, in dem Jahr, als die meisten Asylanträge gestellt wurden, kamen rund 440.000 Flüchtlinge nach Deutschland. Wir haben das damals in Solidarität gemeistert. Im Jahr 2013 waren es bei wieder steigender Tendenz 127.000. Und für dieses Jahr schätzt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass insgesamt rund 160.000 Menschen einen Asylantrag in Deutschland stellen werden. Für die Zahl der benötigten Unterbringungsplätze bedeutet das, basierend auf der Prognose des Bundesamtes, gehen wir davon aus, dass Berlin bis zum Ende dieses Jahres rund 12.000 Unterbringungsplätze benötigt. Das fordert wahrlich zusätzliche Anstrengungen. Aber ich erinnere noch mal an die frühen 90er Jahre. Es gab Zeiten, da musste Berlin fast doppelt so viele Flüchtlinge unterbringen. Ja, wir müssen uns anstrengen, aber diese Anstrengung ist leistbar. Wenn wir uns nicht in ideologischen Debatten verzetteln, sondern an einem Strang ziehen und konkret das tun, was gerade getan werden muss, den Flüchtlingen eine menschenwürdige Bleibe bieten, sie aufklären über ihre Rechte, sie auf ihrem Weg begleiten und ihnen Respekt und Offenheit entgegenbringen. Aber ihnen auch sagen, dass es in unserem Land keine Sonderrechte für Einzelne gibt, sondern rechtsstaatliche Verfahren für alle. Dazu gehört genauso, dass wir uns all denen widersetzen, die versuchen, gegen Flüchtlinge Stimmung zu machen. Wir haben es ja auch in den vergangenen Monaten einige Male erlebt, wie das passiert. Manche Menschen sind verunsichert und deshalb empfänglich für einfache Parolen nach dem Motto, das Boot ist voll. Andere tun so, als wären sie nicht generell gegen Flüchtlinge, aber bitte nicht vor der eigenen Haustüre. Da wollen sie am besten keine sehen. Da gibt es verschiedene Stufen von Gegnerschaft und Abwehr. Und fast immer gibt es dann auch fremdenfeindliche Organisationen, die den Hass schüren. Wer dazu schweigt, gibt den dumpfen Parolen recht. Das ist nicht die Antwort Berlins. Unsere Antwort heißt Gesicht zeigen, helfen, Solidarität und Anteilnahme. Und ich danke an dieser Stelle all denen, die populistischer Stimmungsmache entgegentreten, wo immer sie erkennbar wird. Ich danke den vielen Engagierten, die sich für ein weltoffenes Berlin einsetzen, den Kirchengemeinden, den Wohlfahrtsverbänden, den freundlichen Nachbarinnen und Nachbarn in den Kiezen. Eine Willkommenskultur entsteht nicht durch Resolutionen in Gremien, sondern dadurch, dass Menschen füreinander da sind, dass sie beim Ankommen helfen, beim Kontakt mit Ämtern, beim Erlernen der Sprache und bei den vielen alltäglichen Dingen, auf die es ankommt, wenn man in einer fremden Umgebung und Kultur neu anfängt. Das ist Willkommenskultur. Für diese Kultur steht Berlin. Klar ist dabei, die Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik muss sich immer wieder neuen Anforderungen stellen. Vor 20 Jahren flohen viele Menschen vor dem Krieg auf dem Balkan und fanden auch in Berlin Zuflucht. Viele sind inzwischen wieder zurückgegangen und helfen, ihr Land wieder aufzubauen. Andere haben eine Heimat in Deutschland gefunden und nicht wenige helfen uns heute als Fachkräfte, für die der Bedarf groß ist. Dafür suchen heute andere neue Aufnahme. Immer wieder muss entschieden werden, ob sie bleiben können, eine Duldung erhalten oder Asyl. Dafür den Rahmen abzustecken, ist Sache der Bundesgesetzgebung und europäischer Regelung. Aber auch die Länder haben Spielräume. Die Flüchtlingspolitik verändert sich dabei. Und was gestern noch breit akzeptiert war, muss heute nicht mehr automatisch richtig sein. Wir nutzen unsere Spielräume mit Augenmaß. Berlin und Brandenburg haben für ihren Bereich zum Beispiel längst die Residenzpflicht für Asylbewerber abgeschafft. Sie passt nicht zu einem freien Land. Bewegungsfreiheit kann es geben, obwohl die Flüchtlinge bundesweit auch weiterhin verteilt werden müssen. Ich finde es gut und richtig, dass auch die neue Koalition auf Bundesebene sich dieser Haltung angenähert hat und dass auch endlich der Zugang der Flüchtlinge zum Arbeitsmarkt erleichtert werden könnte. Genauso übrigens, wie es für die Weltoffenheit unseres Landes wichtig ist,
dass auf Bundesebene endlich die Optionspflicht bei der Staatsbürgerschaft wegfallen soll, zumindest für einen großen Teil der bisher davon Betroffenen. Ich persönlich fände es richtig, sie komplett abzuschaffen, was der Koalitionsvertrag im Bund leider nicht hergibt. Aber was jetzt geplant wird, ist immerhin ein großer Fortschritt. Augenmaß, Menschlichkeit und klare Regeln. Das war auch unsere Leitlinie beim Umgang mit der Situation am Oranienplatz. Was sich dort in anderthalb Jahren entwickelt hatte, war unzumutbar und unhaltbar. Für die Flüchtlinge und genauso für die Anwohner. Ich sage auch ganz offen und auch selbstkritisch, dass diese Lage so lange bestand und man den Eindruck haben musste, dass Behörden einfach wegsehen, war kein Ruhmesblatt. In dieser Woche ist es nun gelungen, diese unhaltbare Situation in einem fairen und friedlichen Verfahren zu beenden. Die Flüchtlinge haben am Dienstag ihre Zelte und Hütten selbst abgebaut und eine neue Bleibe bezogen, die ihnen der Senat angeboten hatte. Ihre Anträge werden in Einzelverfahren entsprechend allen rechtlichen Möglichkeiten geprüft. Sie werden dabei von Helferinnen und Helfern aus einem Unterstützungspool begleitet, die Caritas und die Diakonie sowie die Integrationsbeauftragte des Landes Berlin organisieren. In der Zeit der Prüfung bleiben Abschiebungen ausgesetzt und die Flüchtlinge erhalten Unterstützung bei der Entwicklung ihrer beruflichen Perspektiven. Dazu gehören der Zugang zu Deutschkursen, die Anerkennung ihrer beruflichen Kompetenzen, Beratung zur beruflichen Entwicklung und über den Zugang zu Ausbildung, Studium und Arbeitsmarkt. Das ist die Vereinbarung. Dieser Konsens, der unter der Federführung von Senatorin Kohler zwischen den Flüchtlingen, den beteiligten Senatsverwaltungen und dem Bezirk ausgehandelt wurde, hat gehalten. Ich habe mich schon sehr gewundert, als die erste Vereinbarung veröffentlicht worden ist, wie viele doch Freude daran hatten, sie in Frage zu stellen. Das sollte man auch einmal reflektieren, ob das eine vernünftige Herangehensweise an die Problematik war. Die Senatspolitik der ausgestreckten Hand hat sich bewährt. Das ist nach allem, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, ein großer Erfolg für alle Beteiligten, ein politischer und humanitärer Erfolg für Menschen, die viel Leid erlebt haben und ein Zeichen der Zusammenarbeit und Solidarität. Ich sage dazu auch, die Stimmung in Teilen der Stadt und ihrer Öffentlichkeit war, vorsichtig ausgedrückt, nicht immer so, dass eine Lösung begünstigt wurde. Manchmal hatte man auch den Eindruck, als ob diejenigen, die anfangs nicht auf das Senatsangebot eingehen wollten, besonders viel öffentliche Resonanz hätten. Warum eigentlich? Vielleicht wollten auch manche den Showdown. Umso mehr danke ich allen Beteiligten dafür, dass sie sich nicht haben beirren lassen und diskret mit viel Geduld und ohne öffentliche Getöse auf eine Lösung zugearbeitet haben. Und dies war wahrlich nicht leicht. Mein besonderer Dank gilt nochmals der Verhandlungsführerin, Frau Senatorin Kohlert. Ausdrücklich schließe ich neben den beteiligten Senatsverwaltungen die Bezirksbürgermeisterin Herrmann ein, die in den zurückliegenden Wochen eine wirklich sehr konstruktive Rolle eingenommen hat. Und wir wissen, dass wir mit ihr nicht immer einer Meinung waren, aber da hat sich wirklich auch ein Umdenkungsprozess in Kreuzberg-Friedrichshain ergeben. Die Berliner Polizei und ihr Polizeipräsident Klaus Kant haben besonnen und kooperativ mitgearbeitet. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes für Gesundheit und Soziales haben bei der Suche nach Unterkunftsangeboten sehr gute Arbeit geleistet. Ihnen allen sei auch Dank gesagt. Ich danke all denen, die im Hintergrund geholfen haben, die Konsenslösung herbeizuführen. Der früheren Ausländerbeauftragten Barbara John, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg und der Integration- und Migrationsbeauftragten sowie der Caritas und des Diakonischen Werkes. Auch sie alle haben sich weit über das Übliche hinaus engagiert und einen tollen Job gemacht.
Und ich danke auch der BSR, die am Schluss dieses Prozesses auch noch wichtige Aufräumarbeiten miterledigen musste, weil das die Flüchtlinge allein auch nicht bewerkstelligen konnten. Danke allen Beteiligten. Wir wissen aber auch, diese Aufgabe ist noch nicht zu Ende. Es gibt weitere Flüchtlingsgruppen in der Stadt, für die das Senatsangebot gilt. Insbesondere betrifft das Flüchtlinge, die sich bisher in der ehemaligen Gerhard-Hauptmann-Schule aufhalten. Für den Senat ist wichtig, dass der jetzt eingeschlagene Weg fortgesetzt wird. Wir bieten auch Ihnen Unterkünfte und faire Prüfverfahren an, und ich hoffe sehr, dass die freiwillige Räumung des Oranienplatzes nun das Signal dafür ist, dass wir für alle Flüchtlingsgruppen mit ungeklärtem Status einen fairen Weg finden. Mit der Lösung vom Dienstag ist der Weg frei, um in Ruhe mit den rechtsstaatlichen Prüfverfahren zu beginnen. Es ist die Aufgabe von Innenverwaltung und Ausländerbehörde, diese Prüfverfahren konstruktiv zu begleiten. Niemand hat den Flüchtlingen Zusagen über das Ergebnis dieser Verfahren gemacht und hätte es auch nicht machen können. Sehr wohl aber Vertrauenszusagen, dass nicht pauschal geurteilt wird, sondern jedes einzelne Schicksal auch einzeln betrachtet wird. Gerade auch, um auszuschließen, dass zum Beispiel jemand in ein Kriegsgebiet zurückgeschickt wird. Für diese sorgfältige Prüfung mit humanitärem Blick gibt es nun die nötige Zeit. Ich habe vorhin gesagt, es war ein unhaltbarer Zustand auf dem Oranienplatz, der über sehr lange Zeit bestand und faktisch geduldet wurde. Mein Eindruck ist, dass auch das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg eine Lehre daraus gezogen hat. So interpretiere ich jedenfalls den Bezirksamtsbeschluss vom 18. März dieses Jahres, in Zukunft Platzbesetzung wie diese nicht mehr zu dulden. Und so interpretiere ich die konstruktive Rolle, die das Bezirksamt in den letzten Wochen gespielt hat. Ich erwarte aber auch von manchen aus der sogenannten Unterstützerszene, dass sie ihr Verhalten kritisch reflektieren. Denn eines hat sich auch gezeigt: Die pauschale Forderung nach Bleiberecht für alle hilft keinem einzigen Flüchtling in seiner schwierigen Lage auch nur einen Millimeter weiter. Im Gegenteil, auch wer Illusionen nährt, missbraucht Menschen für politische Zwecke. Und wer den Flüchtlingen rät, die getroffenen Vereinbarungen nicht zu akzeptieren, der spaltet und trägt nichts zur Verbesserung der Situation bei. Ich sage hier noch einmal ganz klar, bei allem Verständnis für politische Debatten und für Forderungen nach einer humanitären Flüchtlingspolitik. Und für diese Debatten muss Raum sein in unserer Gesellschaft, auch durch Demonstrationen im öffentlichen Raum. Aber Berlin wird es in Zukunft nicht dulden, dass öffentliche Plätze zu Zeltlagern umfunktioniert werden. Auch dies ist Teil des flüchtlingspolitischen Konsenses, den wir aus Anlass der Ereignisse am Oranienplatz nun erreicht haben. Und das ist gut so und es muss umgesetzt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu einer Politik mit Augenmaß, Menschlichkeit und klaren Regeln gehört übrigens auch, dass man die Flüchtlinge über ihre Rechte und die Rechtslage in Deutschland aufklärt. Die Instrumentalisierung des öffentlichen Raums und von Menschen in Not für allgemeine Forderungen, die sich eher an die Bundesebene oder an die europäische Ebene richten, muss ein Ende haben. Mein Appell ist jetzt: Respektiert die Entscheidung der Flüchtlinge. Solidarität bedeutet Beistand, nicht aber permanentes Aufwiegeln. Die friedliche Beendigung der Platzbesetzung ist ein ermutigendes Zeichen für Berlin. Sie zeigt, es war richtig, nicht voreilig den Versuch aufzugeben, zu einem Konsens in Freiwilligkeit zu kommen. Es war richtig, die Hand auszustrecken und im Dialog eine Lösung zu suchen. Ich bin sicher, dass die gefundene Lösung eine Basis auch für die Flüchtlinge in der Gerhard-Hauptmann-Schule ist. Lassen Sie uns daran gemeinsam weiterarbeiten. Lassen Sie uns auch gemeinsam handeln, wenn es in den bevorstehenden Monaten darum geht, neue Flüchtlingsunterkünfte bereitzustellen. Es ist wahrlich keine leichte Aufgabe für das zuständige Landesamt, hier immer wieder neue Standorte zu prüfen, oft unter hohem Zeitdruck, Lösungen möglich zu machen und innerhalb der jeweiligen Nachbarschaft für Verständnis und Offenheit zu werben. Ich möchte auch in diesem Zusammenhang noch einmal herzlich Danke sagen für das Engagement in den vergangenen Monaten, ein Engagement, das wir weiter brauchen.
Ich möchte auch an uns alle appellieren, gemeinsam mitzuhelfen, wenn es um Fragen der Akzeptanz und der Unterstützung geht. Das gilt für konkrete Finanzierungsfragen, die nicht zuletzt dieses Parlament berühren, denn es ist ja klar, dass bei steigenden Flüchtlingszahlen auch steigende Kosten für die Kommunen und Länder entstehen und anfallen. Es gibt aber insbesondere für die Haltung, die wir alle in die Stadt hinein zeigen, Gegenvorteile für Weltoffenheit. Wir sollten bei aller Berlin-typischen Aufgeregtheit über Einzelfragen nicht aus dem Auge verlieren, dass sich diese Einzelfragen einordnen in das größere Thema der deutschen und europäischen Flüchtlingspolitik. Da ist vieles zu Recht neu in der Diskussion, zum Beispiel auch das Verteilverfahren innerhalb Europas nach der sogenannten Dublin-Verordnung. Wir können keine Festung Europa wollen. Das passt nicht zu einer freien Welt und es passt insbesondere auch nicht zu einer weltweit vernetzten wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit. Aber wir brauchen die Regeln, die wir uns in der Flüchtlingspolitik selbst gegeben haben, damit unsere Solidarität diejenigen erreicht, die diese Hilfe am meisten nötig haben. Sorgen wir auch für Wahrheit und Klarheit. Die Regeln des Rechtsstaats und des rechtsstaatlichen Verfahrens gelten für alle. Davon kann und darf es keine Abstriche geben, weder für Einzelne noch für Gruppen. Treten wir gemeinsam für humanitäre Verbesserungen ein, in der deutschen Flüchtlingspolitik, aber auch in Europa. Und begegnen wir den Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, mit Wohlwollen und Empathie. In einer menschlichen Metropole, die sich ihrer Geschichte bewusst ist und die ihre Zukunft und Weltoffenheit und auf Weltoffenheit und Toleranz aufbaut. Und bitte behalten wir immer das Einzelschicksal der einzelnen Menschen im Auge. Ich glaube, dann relativieren sich viele Probleme, die wir vielleicht sonst nicht sehen würden. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass zu der Erklärung des Regierenden Bürgermeisters eine Besprechung eröffnet wird. Darüber hinaus ist vorgesehen, diese Aussprache mit der Beratung zu Punkt 13 der Tagesordnung zu verbinden. Ich höre keinen Widerspruch hiermit. Von § 62 Absatz 4 Satz 2 unserer Geschäftsordnung gemäß § 91 Geschäftsordnung abzuweichen und rufe auf die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Innere Sicherheit und Ordnung, Drucksache 17-1547, zum Antrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 17-1237, Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden ausweiten, Residenzpflicht für Berlin und Brandenburg aufheben. Für die Besprechung bzw. der Beratung ist zwischen den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten vereinbart worden. Es beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kollegin Popp, Sie haben das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben vorgestern trotz einer angespannten Lage am Oranienplatz eine friedliche Räumung des Platzes erlebt, bei der die meisten Flüchtlinge selber die Zelte abgebaut haben und vereinbarungsgemäß den Platz in Richtung der bereitgestellten Unterkünfte verlassen haben. Das war eine friedliche Lösung, an die nicht alle geglaubt haben hier in der Stadt. Eine Lösung im Dialog, an der sehr viele mitgewirkt haben. Ihnen allen gilt unser Dank. Und wir haben vorgestern gesehen, dass es in Berlin durchaus möglich ist, dass viel zu oft stattfindet, Zuständigkeitsgerangel und Schwarze-Peter-Spiel zwischen den verschiedenen Ebenen zu durchbrechen. Und man hat vor allem gesehen, was möglich ist, wenn man anfängt, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Es war gut und richtig, dass der Senat nicht den Weg der gewaltsamen Räumung gegangen ist. Man muss aber auch feststellen, dass erst ab diesem Zeitpunkt der Senat endlich angefangen hat, seine Verantwortung für alle Flüchtlinge in der Stadt wahrzunehmen, zu denen die Flüchtlinge am Oranienplatz ebenso gehören wie alle anderen. Um es nochmal sehr deutlich zu sagen, in Berlin ist ganz klar der Senat für Fragen von Unterbringung und Aufenthaltsrecht zuständig. Das wird nicht in einem Bezirksamt oder in einer BVV entschieden. Hier trägt der Senat Verantwortung. Vieles, auch was wir gesehen haben, wäre nicht möglich gewesen, wenn es nicht eine starke und beständige Unterstützung aus der Gesellschaft gegeben hätte. Exemplarisch möchte ich auch hier nennen,
die Diakonie und die Caritas, die unermüdlich Möglichkeiten der Unterbringung geschaffen haben und am runden Tisch den Dialog immer wieder befördert haben. Und es wurde immer wieder von den Kirchen, von Bischof Dröge und Kardinal Wölki für eine friedliche und humanitäre Lösung geworben. Hierfür unser aller Dank. Wir haben oft in den letzten Monaten hier im Abgeordnetenhaus die Fragen diskutiert. Ja, wir haben darüber diskutiert. Berlin war und ist immer schon eine Einwanderungsstadt. Die Zuwanderer haben über die Jahrhunderte und bis heute unsere Stadt geprägt und ihr ein Gesicht gegeben. Und gerade wir in Berlin wissen, was Freiheit bedeutet. Und so ist es für uns in Berlin eine Selbstverständlichkeit, dass wir anderen, die in größter Not sind, ebenfalls helfen. Das ist für uns nicht nur Lehre und Verpflichtung aus unserer deutschen Geschichte, ist eine Frage von Menschlichkeit, von Würde und Respekt und von Hilfsbereitschaft. Denn es gibt auch diejenigen, die Rassismus und Menschenfeindlichkeit propagieren. In Hellersdorf beispielsweise, wo unter dem Deckmantel einer sogenannten Bürgerinitiative die rechtsextreme NPD hetzt, oder in Neukölln, wo gegen eine neue Flüchtlingsunterkunft Stimmung gemacht wird. Aber es gibt auch Positives, denn dort überall finden sich Menschen zusammen, die dagegenhalten, die helfen wollen, die ihren Stadtteil nicht der rechten Hetze überlassen wollen. Hier gilt für uns alle zusammenzuhalten, zusammenzustehen und denjenigen, die Vielfalt und die Freiheit unserer Stadt zerstören wollen, Einhalt zu gebieten. Und das tut beispielhaft die Initiative Hellersdorf hilft mit Kleidung, Spielzeug und Spenden und auch Zuspruch, damit die Menschen, die auf der Flucht aus ihrer Heimat, die alles zurückgelassen haben, hier in Berlin wieder einen Neuanfang wagen können. Und sie kommen aus den Krisengebieten der Welt. Die Bilder sind uns präsent, die wir täglich in den Nachrichten sehen. Die Bilder von Krieg und Gewalt, die davon geprägt sind. Von Syrien bis Libyen, von überall her kommen die Menschen in ihrer Not zu uns nach Europa, nach Deutschland und nach Berlin und zum Oranienplatz. Und was für eine Odyssee müssen die meisten von ihnen hinter sich haben? Die Geschichten sind ja nachzulesen oder wenn man sich mit ihnen unterhält, hört man sie auch. Geflüchtet vor Krieg und Unterdrückung aus ihren afrikanischen Heimatländern, über den lebensgefährlichen Seeweg nach Lampedusa gekommen, um dann in Italien zu erfahren, dass man weiterziehen muss, dass man nach Deutschland geschickt wird, mit einem Bahnticket versehen. Und vermutlich werden die meisten von ihnen geglaubt haben, dass das so ist in Europa, dass sich die Europäer schon irgendwas dabei gedacht haben werden. Und spätestens dann in Berlin angekommen, haben sie die Fallstricke europäischer und deutscher Flüchtlingspolitik erlebt und gerieten ins rechtliche Niemandsland. Ja, es war eine unwürdige Situation für die Flüchtlinge und auch für die gesamte Politik und gut, dass das eine Lösung gefunden hat. Und eins hat sich in den letzten Tagen und Wochen auch deutlich gezeigt. Die meisten Flüchtlinge wollen doch endlich ankommen. Stattdessen wurden sie vermutlich eher unfreiwillig für eine lange Zeit zu politischen Aktivisten. Und dass sie davon schon lange genug haben, ist vorgestern in vielen Statements sehr deutlich geworden. Sie wollen arbeiten, unsere Sprache lernen und hier ankommen. Und ja, jetzt kommt es auf die nächsten Schritte an. Ein Anfang ist gemacht worden und viele Fragen bleiben offen. Jetzt kommen die Mühen der Ebenen, dann wird man sehen, wie tragfähig die Vereinbarungen sind. Der regierende Bürgermeister hat von Vertrauen gesprochen. Und ja, es geht um Vertrauen, dass nun bei den Einzelfallprüfungen alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden und dass dabei die humanitären Gesichtspunkte immer im Mittelpunkt stehen. Und darauf werden wir auch sehr deutlich hier achten. Denn nur so können Perspektiven für die Flüchtlinge eröffnet werden, also der Zugang zur Sprache, zu beruflicher Qualifizierung und Arbeit. Die richtige Arbeit fängt jetzt erst an und auch dieser weitere Weg sollte im Dialog fortgesetzt werden. So einig wir uns auch sind, Hilfe zu leisten und Flüchtlinge bei uns aufzunehmen, so macht uns die derzeitige Situation auch wieder deutlich, dass es bei der Umsetzung unserer humanitären Verpflichtungen noch viele offene Fragen gibt. Nicht nur die letzten anderthalb Jahre am Oranienplatz, sondern auch die wieder steigenden Zahlen von Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten und bei uns Schutz suchen, zeigt uns sehr deutlich, dass ein Umdenken der deutschen und europäischen Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik notwendig ist. Europa braucht ein humanitäres Einwanderungsrecht und auch innerhalb Europas müssen wir umdenken hin zu einem gerechteren Umgang mit Flüchtlingen. Und wie aberwitzig die Drittstaatregelung ist, zeigt sich am einfachen Beispiel von 12 syrischen Flüchtlingen, bei denen wir uns alle sehr schnell einig sind, vermutlich, dass sie hier asylberechtigt sind. Sie befinden sich allerdings alle in Abschiebehaft, bloß weil sie bei einem Drittstaat eingereist sind. Wie absurd ist diese Lage eigentlich? Applaus
Und auch wir in Deutschland müssen die Fragen von Arbeitsverboten und Residenzpflicht endlich angehen. Es spricht auch nichts dagegen, geduldeten Menschen die Möglichkeit zu geben, hier zu arbeiten. Und es ist doch gelinde gesagt sogar verrückt, dass Flüchtlingen vorgeworfen wird, sich auf Sozialleistungen auszuruhen, sie aber gar nicht Arbeit aufnehmen dürfen bei uns. Und ich glaube, dass da eine Berliner Initiative dringend gefragt ist in Richtung der Bundesebene. Und auch die Residenzpflicht ist europaweit einmalig und für Deutschland wahrlich kein Ruhmesblatt. In Berlin ist diese ja nur für Brandenburg aufgehoben. Woanders hin darf man trotzdem nicht reisen als Berliner Flüchtling. Da könnte man, glaube ich, noch was nachlegen. Und wir sagen, ermöglichen wir den Menschen, sich frei zu bewegen in unserem Land. Denn Freiheit und Bewegungsfreiheit sind auch ein Menschenrecht. Für meine Fraktion möchte ich betonen, dass Menschen, die bei uns Hilfe und Schutz suchen, diese auch erfahren sollten. Mit Arbeit, mit Bewegungsfreiheit und angemessener Unterbringung. Und ich erinnere mich noch gut, dass für eine lange Zeit immer weniger Flüchtlinge nach Berlin kamen. Bei jeder Haushaltsberatung der letzten 10 Jahre mehr oder minder war das ein sicherer Einsparposten. Und zur Erinnerung, in den Jahren 2005, 2006 lag die Zahl bei rund 1000 Asylbewerbern pro Jahr in Berlin. In diesen Jahren ist sehr viel Infrastruktur für Flüchtlinge, insbesondere Möglichkeiten der Unterbringung, massiv abgebaut worden. Nun musste diese Infrastruktur in den letzten 2, 3 Jahren sehr schnell wieder aufgebaut werden. Wir sprechen nun von ca. 6.000 Neuankömmlingen jährlich. Die Diskussion kennen wir alle. Dabei gab es große Anstrengungen, insbesondere des LAGESO und des Sozialsenators Chaya, die man auch als Opposition würdigen muss. Aber natürlich genügt es der Opposition das nicht immer und es gibt noch immer viel zu tun und gerade die Frage der Standards der Unterbringung ist eine Frage, um die wir uns werden kümmern müssen und dringend kümmern müssen und wir werden als Parlament auch die finanziellen Möglichkeiten bereitstellen müssen, um die Unterbringung vernünftig zu gestalten im Land Berlin. Wir sprechen in diesen Tagen viel von Berlin als wachsender Stadt. Wir sollten alle genauer hinschauen, denn wir werden nämlich dann feststellen, dass die meisten Neuberliner weder ehemalige Schwaben noch karnevalswütige Rheinländer mehr sind. Die meisten Neuberliner kommen aus aller Welt und vor allem aus den europäischen Nachbarländern, aus West und Ost gleichermaßen. Berlin war und ist eine Einwanderungsstadt, eine Stadt, die offen ist für Neuankömmlinge und Hilfe leistet, wo diese auch nötig ist. Und diese wäre nicht denkbar ohne die vielen Berlinerinnen und Berliner, die im Kleinen, in ihrem Kiez, in ihrer Nachbarschaft Unglaubliches fürs Zusammenleben und für die Integration täglich in unserer Stadt leisten. Ihnen gebührt unser Dank, denn Sie sind Berlin. Vielen Dank, Frau Kollegin Popp. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Herr Salih das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 18 Monate lang hat Berlin eine menschliche und gesellschaftliche Tragödie am Oranienplatz zugelassen. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat eine Duldung für ein Camp von Flüchtlingen ausgesprochen. Das schien aus Sicht vieler damals politisch richtig zu sein. Aber menschlich, das zeigen auch die zum Teil bitteren Szenen am Dienstag, war es ein Fehler, dieses Camp zu dulden. Ich glaube, das haben jetzt alle verstanden, insbesondere der Bezirk. Fehler haben auch manche der Unterstützerinnen und Unterstützer gemacht. Es wurde mit den Schicksalen und den Hoffnungen der Flüchtlinge Politik gemacht. Am Dienstag haben Teile dieser Gruppe gezeigt, es geht ihnen nicht um die Menschen. Es geht ihnen darum, die offene und demokratische Gesellschaft herauszufordern. Am Ende haben sich einige der Unterstützer sogar gegen die abziehenden Flüchtlinge gewandt. Wer so mit Flüchtlingen umgeht, meine Damen und Herren, verliert unseren Respekt. Der Senat hat die Probleme am Oranienplatz verantwortungsvoll gelöst.
Wir danken Senatorin Di Leccola dafür, dass sie in schwierigen Verhandlungen eine friedliche Lösung gefunden hat. Sie hat einen guten Job gemacht. Unser Dank gilt auch dem regierenden Bürgermeister. Es war richtig, auf eine politische Lösung und auf Deeskalation zu setzen. Klaus Wowereit hat die Lage richtig eingeschätzt. Wir danken den Polizistinnen und Polizisten, die am Dienstag besonnen und konsequent im Rahmen der Amtshilfe gehandelt haben. Und, meine Damen und Herren, das Camp konnte kein Dauerzustand sein. Darauf hat Frank Henkel im Dezember richtigerweise hingewiesen. Für mich geht es jetzt darum, welche Konsequenzen wir aus dem Vorgang ziehen. Es geht darum, wie Berlin seinen gesellschaftlichen Frieden erhalten kann. Wir alle wissen doch, viele Berlinerinnen und Berliner haben das Thema Oranienplatz als politische Hängepartie gesehen. Es schien um alles Mögliche zu gehen. Das Nutzungsrecht von Grünflächen, Zuständigkeiten im Senat, Zuständigkeiten zwischen Senat und Bezirken, Zuständigkeiten zwischen den Bundesländern. Es ging um europäische Flüchtlingspolitik. Viele Bürgerinnen und Bürger fanden aber, dass es zu spät um die Situation der Flüchtlinge und die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner ginge. Meine Damen und Herren, das Beispiel Oranienplatz zeigt, eine menschliche Metropole braucht klare Regeln. Wenn wir zulassen, dass Plätze besetzt werden, dann begrenzen wir das Allgemeinwohl. Die öffentlichen Plätze gehören allen Berlinerinnen und Berlinern. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden immer für das Demonstrationsrecht kämpfen. Aber wir dürfen und wir werden nicht zulassen, dass öffentliche Plätze dauerhaft besetzt werden, für welchen noch so guten Zweck auch immer. Denn alle Berlinerinnen und Berliner, und dazu zähle ich auch die Flüchtlinge, haben ein Recht auf Ordnung und Sicherheit. Und die Politik hat die Aufgabe, dieses Recht durchzusetzen, meine Damen und Herren. Das ist eine Frage des gesellschaftlichen Friedens. In einer komplizierten Metropole, die den Anspruch haben muss, auch eine menschliche Metropole zu sein. Eine menschliche Metropole heißt für mich auch, man darf nicht zulassen, dass persönliche Schicksale zwischen Zuständigkeiten verloren gehen. Für die Bezirke heißt das, man kann die Dinge nicht laufen lassen und dann bei Problemen nach dem Senat rufen. Und ja, wir können und müssen auch erwarten, dass rechtlich zuständige Landesverwaltungen Probleme proaktiv angehen. Wenn wir in einer menschlichen Metropole leben wollen, dann heißt das, wir ignorieren gesellschaftliche Konflikte nicht, sondern wir lösen sie. Unsere Stadt ist vielfältiger. Der Wohlstand steigt, aber auch die Gegensätze werden schärfer. Die Art und Weise, wie wir mit Gegensätzen und Streit umgehen, wird deshalb zur Schlüsselfrage in den nächsten 10, 20 Jahren. Zur Ehrlichkeit gehört, in Berlin gibt es viele Konflikte. Einige Beispiele will ich nennen. Es gibt die reale Angst vor Verdrängung durch Zuzug und steigenden Mieten. Der Widerspruch zwischen Arm und Reich in Berlin wird stärker. Es gibt kulturelle Reibungen, die uns Sorge machen. Unsere Stadt verändert sich rasant schnell. Es gibt Bürgerinnen und Bürger, die von der Verdrängung Berlins profitieren. Andere fragen sich, ist das überhaupt noch ihre Stadt?
Es gibt auch Konflikte um den öffentlichen Raum. Was soll privat sein? Und was muss als öffentliche Fläche für alle zugänglich sein? Ich bin überzeugt, dass wir in Berlin eine politische Kultur haben, mit der wir diese Konflikte lösen können. Das hat sich am Dienstag wieder erwiesen. Unsere Stadt hat Erfahrung mit Vielfalt. Seit Jahrhunderten kamen Zuwanderer und Flüchtlinge nach Berlin. Sie fanden hier in unserer Stadt ihre neue Heimat. Von den Hugenotten im 18. Jahrhundert über die russischen Flüchtlinge Anfang des 20. Jahrhunderts, die Gastarbeiter seit den 60er Jahren, aber auch die russischen und russlanddeutschen Immigranten nach der Wende. Migration und Vielfalt sind für uns nicht die Ausnahme, sondern Normalität, meine Damen und Herren. Vielfalt ist für uns der Normalfall. Deshalb es wäre nett, wenn es ein bisschen leiser in den Reihen werden würde. Vielen Dank. Sitzen Sie vor. Ist für uns der Normalfall. Deshalb muss Integration auch von Flüchtlingen ab dem ersten Tag beginnen. Vor allem sollten wir uns auf die Kinder konzentrieren. Es ist unsere Verantwortung, dass Flüchtlingskinder in die Kitas und in die Schulen gehen. Dafür sorgen wir. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit, meine Damen und Herren. Und wir sind uns sicherlich einig, die Residenzpflicht gehört nicht mehr zu einer modernen Flüchtlingspolitik. Genauso wichtig muss für die Flüchtlingspolitik sein, für die Zukunft brauchen wir ein Bleiberecht nach Kettenduldungen. Denn, meine Damen und Herren, wer auf dem Sprung lebt, integriert sich nicht. Teilweise gehen Kettenduldungen über Jahrzehnte. So schafft unser deutsches Recht Parallelgesellschaften. Damit müssen wir aufhören. Wir sollten weiterhin gemeinsam daran arbeiten, dass wir die Ausländerbehörde modernisieren. Sie darf nicht als Angstbehörde gesehen werden, sondern sie muss ihrem Anspruch als Willkommensbehörde gerecht werden. Unsere Aufgabe ist es, das Zusammenleben in der vielfältigen Stadt zu organisieren. Respekt, Toleranz und Anstand, das sind die Zutaten für den gesellschaftlichen Frieden. Darum grenzen wir niemanden aus und suchen den Dialog mit allen Gruppen in unserer Stadt. Wir werden auch in Zukunft den gesellschaftlichen Frieden in dieser Stadt gestalten. Das ist eine Aufgabe, an der wir alle arbeiten müssen. Hier im Abgeordnetenhaus, in den Bezirken, in den Kiezen, jeden Tag und überall. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat jetzt der Kollege Wolf das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. Danke, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe ein bisschen den Eindruck, hier geht es heute ein bisschen verlogener zu als sonst üblich. Herr Wowereit, die Frage lautet, warum jetzt? Sie haben 2004 die wunderbare Verpflichtung europäischer Bürgermeister für eine humanitäre Flüchtlingspolitik unterzeichnet. Spätestens vor einem Jahr wäre es an der Zeit gewesen, eine Regierungserklärung zum Thema abzugeben. Da haben Sie geschwiegen. Und jetzt, nachdem Sie über 1,5 Jahre nur zugesehen haben, das Problem durch Nichthandeln immer größer wurde, die Flüchtlinge immer verzweifelter, da wollen Sie die angebliche Lösung des Problems heute als Erfolg feiern. Das ist eine mittelschwere intellektuelle Beleidigung.
Wie kann man bei diesem Elend überhaupt von Erfolg reden? Oder von einem guten Tag für Berlin, nur weil die Flüchtlinge den O-Platz verlassen haben? Klar, für die körperliche Unversehrtheit und Gesundheit dieser Menschen ist es gut, aber für die Flüchtlingspolitik dieses Landes ist es wieder nur um eine traurige Facette reicher. Worin besteht der Erfolg? Dass die Grünfläche wieder frei ist? Keine der politischen Forderungen der Flüchtlinge ist erfüllt. Alles, was sie bekommen, ist eine Einzelfallprüfung in Berlin und bis zur Klärung ihres Aufenthaltsstatus eine Unterkunft. Ich bitte Sie, das ist ja wohl das Mindeste, was man erwarten kann. Die Vermutung liegt nahe, dass die Erfolgsparty das Motto trägt, aus den Augen, aus dem Sinn. Gestatten Sie uns, dass wir da nicht mitfeiern. Meine Damen und Herren, als die Flüchtlinge 2012 aus ganz Deutschland nach Berlin gekommen sind, um für ihre Rechte zu kämpfen, als es zum Hungerstreik am Brandenburger Tor kam und das Camp am O-Platz gegründet wurde, da haben viele sozialdemokratische Freunde erklärt, die Residenzpflicht sei eine unsinnige Schikane und gehöre abgeschafft. Recht so. Eine Bemühenszusage gab es, auch von Frau Kohlert, sich auf Bundesebene einzusetzen. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Im Gegenteil, unser Antrag, zumindest die Residenzpflicht zwischen Berlin und Brandenburg aufzuheben, die wurde übrigens Klaus Wowereit unter Rot-Rot gelockert, aber nicht aufgehoben. Woran ist gescheitert? An der damals großen Koalition in Brandenburg. Unser Antrag liegt heute vor. Er ist im Innenausschuss mit den Stimmen Ihrer Koalition, Herr Wowereit, Frau Kohlert, abgelehnt worden. Wenn es Ihnen wirklich ernst ist in dieser Frage, er steht heute auf der Tagesordnung, stimmen Sie diesem Antrag zu. Frau Kohlert, machen Sie endlich was gegen das Arbeitsverbot für Flüchtlinge. Sie, Herr Wowereit, sollten wissen, was für eine Unmenschlichkeit dieses Arbeitsverbot darstellt. Wenn nicht, lesen Sie die Erklärung, die Sie 2004 unterschrieben haben, noch mal durch. Und Sie, Frau Arbeitssenatorin, sollten wissen, was für ein volkswirtschaftlicher Unsinn dieses Arbeitsverbot darstellt. Sie klagen zu Recht über Fachkräftemangel. Viele Flüchtlinge, die es bis nach Berlin geschafft haben, sind hochqualifiziert. Sie werden gegen ihren Willen in die Sozialsysteme gezwungen und dann von der CDU beschimpft, dass sie uns zur Last fallen. Was macht die SPD im Bund? Was macht sie hier? Sie versteckt sich hinter den Ressentiments der CDU-Rechten. Meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland ist eines der reichsten Länder der Erde. Deutschland diktiert in Europa ökonomisch und politisch gerne die Preise. Die Bundesrepublik exportiert Waffen und Kriegsgerät in alle Welt. Und in der Bundesrepublik wird nicht wenig am Wohlstandsgefälle in der Welt verdient. Wenn aber Menschen, die vor Krieg, Hunger und Not, an deren Verursachung auch die Politik der Bundesrepublik Deutschland nicht unschuldig ist, flüchten, wenn also diese Menschen es bis nach Berlin schaffen, trotz Schengen, Frontex und allen Hürden der Festung Europa, die es schon gibt, dann begegnet ihnen in Reinickendorf die feine CDU-Gesellschaft mit einem Zaun um den Kinderspielplatz und dem Hinweis für Flüchtlingskinder verboten. Wie widerlich ist das denn? Und, meine Damen und Herren, es begegnet Ihnen diese unglaubliche Heuchelei, dass, wenn vor Lampedusa Flüchtlinge wegen unterlassener Hilfeleistung ertrinken, der Blätterwald sich über Italien und die menschenfeindliche Behandlung von Flüchtlingen empört. Zu Recht. Aber mit keiner Silbe wird erwähnt, dass die Rechtsgrundlage für dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Deutschland erfunden und durchgesetzt wurde. Meine Damen und Herren, die Leute auf dem O-Platz haben dagegen demonstriert, weil sie verzweifelt sind, nicht weil sie gerne unter miserablen hygienischen Umständen hausen. Nur nebenbei, es hätte dieser Stadt auch gut zu Gesicht gestanden, wenn einige Zeitungen mit derselben Entschlossenheit, mit der sie über die Rattenplage auf dem Camp berichtet haben, den regierenden Bürgermeister zum Handeln für die Flüchtlinge aufgefordert hätten. Welche Initiative hat denn der Senat auf Bundesebene zur Verbesserung der Flüchtlingsrechte ergriffen? Wie hat Klaus Wowereit seine guten Kontakte zur Bundesebene genutzt? Was hat Herr Henkel unternommen, der ja an den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene beteiligt war und deswegen so selten am Innenausschuss teilnehmen konnte? Selbst die ersten Verhandlungen mit den Flüchtlingen hat nicht der Senat angestoßen, sondern die Kirchen. Nicht Herr Wowereit, sondern Diakonie und Caritas waren die Ersten, die das Gespräch gesucht haben. Es gibt keinen Grund für Sie, irgendwie zufrieden zu sein, Herr Wowereit. Wer in der Flüchtlingspolitik etwas ändern will, muss als Senatschef einfach deutlich mehr leisten.
Meine Damen und Herren, Frau Kohlert, ich habe durchaus Respekt vor Ihrer Verhandlungsleistung. Nicht so sehr wegen des Ergebnisses, sondern wegen der Probleme, vor denen Sie durch den Senat und den eigenen Chef gestellt wurden. Wir erinnern uns, Chefverhandlerin wurden Sie, nachdem der Innensenator, wie ich vermute, nach Absprache mit dem Regierenden ein Räumungsultimatum für den O-Platz gestellt hat. Der Innensenator wollte Härte zeigen, nachdem er sonst nichts auf die Reihe kriegt und er bei CDU-Rechten schon als Weichei gilt, erklärlich. Aber als er die Sache dann wirklich an sich ziehen wollte, hat der Regierende ihm gezeigt, wie Gruppenhydraulik à la Wowereit im Senat funktioniert. Wenn der kleine König schwer angeschlagen ist, hetzt er die Fürsten aufeinander, die um seine Nachfolge buhlen, Machiavelli für Arme. Die Versuchsanordnung war klar. Entweder erzielt Frau Kohlert ein Ergebnis, bei dem die Flüchtlinge den O-Platz verlassen, oder es wird geräumt. Die Flüchtlinge hatten kaum eine Wahl. Dass Herr Henkel, nachdem er so ausgebremst wurde, keine aufenthaltsrechtlichen Zugeständnisse angeboten hat, war klar. Frau Kohlert musste also durchgängig nach zwei Seiten verhandeln, was ihr der Regierende hätte ersparen können, wenn er frühzeitig seine Richtlinienkompetenz genutzt hätte. Hatte aber nicht. Und das Hickhack im Senat geht weiter. Während der Regierende Frau Kohlert für ihr Verhandlungsgeschick lobt, war in der gleichen Radiomeldung zu hören, dass Senator Chaya Frau Kohlert kritisiert, weil sie ihm zu viele Flüchtlinge zur Unterbringung aufbürdet. Das ist doch grotesk. Ausgerechnet der Sozialsenator, der die Entwicklung verpennt hat und es nicht schafft, ausreichend und menschenwürdige Unterbringungsplätze zu besorgen. Meine Damen und Herren, wir haben am Oranienplatz nicht das Ende von irgendwie heiklen Missionen erlebt, denn das eigentliche Problem bleibt. Und nur weil die Flüchtlinge jetzt nicht mehr zu sehen sind, ist für die meisten von ihnen keineswegs klar, wie es weitergeht. Sie bleiben verzweifelte Menschen, die in Berlin gelandet sind und Schutz suchen. Es sind Menschen, die alles zurücklassen mussten, was sie in ihrer Heimat hatten. Sie haben nichts zu verlieren und es ist verständlich, dass sie auch radikalere Protestformen nutzen, um auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen. Sie haben ihr Zuhause verlassen, weil sie und ihre Angehörigen sonst verhungert wären. Es sind Flüchtlinge in Berlin, die Krieg oder Folter erlebt haben, die gerade einmal ihr nacktes Leben retten konnten. Es sind Menschen hier, die mussten sich entscheiden, sterbe ich in der Heimat oder mache ich mich auf eine lebensgefährliche Reise, bei der ich genauso sterben kann. Es sind Menschen hier, die mussten mit ansehen, wie ihre Kinder im Mittelmeer ertrunken sind. Wegen des Kriegs in Syrien sind zurzeit mehr als 8 Millionen Menschen auf der Flucht. Allein der Libanon hat 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Der Libanon hat 4,5 Millionen Einwohner. Das ist, als würde Berlin mehr als 800.000 Flüchtlinge aufnehmen. Aber Deutschland sieht seine Belastungsgrenze mit wenigen tausend Syrerinnen und Syrern erreicht. 12 Syrer sitzen derzeit im Abschiebegewahrsam in Grünau. Und dann reden die Vertreter Ihres Koalitionspartners, Herr Wowereit, davon, dass man keine Einwanderung in unsere Sozialsysteme wolle. Das sind übrigens nicht die Berlinerinnen und Berliner, die so etwas sagen. Die übergroße Mehrheit in der Stadt hat nämlich kein Problem mit Flüchtlingen in ihrer Nachbarschaft. Die Ablehnung kommt aus der Politik selbst. Und wenn Sie jetzt für Ihre humanitäre Flüchtlingspolitik sich feiern lassen wollen, dann bleibt heute nur eins, Ihnen zu sagen, denken Sie einen Moment darüber nach, ob Sie jemals so behandelt werden wollen wie die Flüchtlinge in Berlin. Vielen Dank für die CDU-Fraktion. Jetzt Herr Kollege Graf. Bitte schön, Herr Graf. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Besetzung des Oranienplatzes ist beendet. Das wurde auch Zeit, meine Damen und Herren. Es ist ein gutes und wichtiges Signal für die Berlinerinnen und Berliner, dass vor 2 Tagen die Flüchtlinge freiwillig ihr Camp abgebaut haben. Sie haben das Angebot des Senats angenommen, in Unterkünfte zu ziehen, denn es waren menschenunwürdige Umstände vor Ort. Es waren unhaltbare Zustände für die Anwohner vor Ort und es war dringend notwendig, dass dieser rechtsfreie Raum, der nun seit 2012 bestand, aufgelöst ist. Es war an der Zeit, dass wieder Recht und Ordnung einziehen dort, meine Damen und Herren. Ja, Berlin leistet viel im Bereich der humanitären Hilfe.
Berlin hat sich immer solidarisch mit den Menschen erklärt, die aus Kriegs- und Krisengebieten Zuflucht bei uns suchten. Und ja, Berlin nimmt auch bei wachsenden Flüchtlingsströmen seine Verantwortung sehr ernst. Und ich möchte vor allem dem für Flüchtlingspolitik im Senat zuständigen Mitglied Mario Chaya dafür danken, dass er nicht nur in dieser konkreten Situation am Oranienplatz, sondern in den ganzen letzten anderthalb Jahren mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl dafür gesorgt hat, dass mit dem Lageso Unterkünfte bereitgestellt wurden und vielen Menschen aus Not geholfen wurde. Ja, und so konnten am Dienstag auch die Flüchtlinge vom Oranienplatz in extra organisierte Unterkünfte ziehen. Und mit ihrem freiwilligen Abbau haben sie genau die richtigen Konsequenzen gezogen. Und zwar ohne, dass ihnen der Senat falsche Versprechungen gemacht hat. Und da unterscheiden wir uns von Ihnen aus der Opposition. Sie legen Schaufensteranträge vor und wir handeln, meine Damen und Herren. Denn Herr Höfinghoff, die Flüchtlinge sind weiter als Sie. Sie haben erkannt, dass sich ein Bleiberecht nicht erzwingen lässt. Sie haben erkannt, dass sich der Staat nicht erpressen lässt. Sie haben erkannt, dass es keine Option sein darf, dass man sich das erzwingt. Denn nur weil man sich gegen das Gesetz stellt, wird man nicht besser behandelt als diejenigen, die sich daran halten. Und die Regeln des Rechtsstaats gelten für alle. Die Regeln des Rechtsstaats gelten für alle, das hat der regierende Bürgermeister gesagt. Das hat der Innensenator gesagt und das sagt auch diese Koalition, meine Damen und Herren. Und bei aller Zufriedenheit über die positive Entwicklung in den letzten Tagen können wir natürlich bei einer solch grundsätzlichen Debatte nicht darüber hinwegsehen, dass diese Situation überhaupt erst eskalieren konnte, weil es ein dramatisches Versagen, eine dramatische Verantwortungslosigkeit der Akteure im Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain gab. Ja, das gilt natürlich für den ehemaligen Bürgermeister Schulz ganz besonders, auch für seine Nachfolgerin. Herr Wobereit, Sie attestierten der Frau Herrmann einen Lernerfolg. Ich dachte das auch, bis ich heute in die Zeitung geguckt habe und gesehen habe, dass sie nun Bezirksbroschüren auflegt, wo sie sogar Parteien aus diesem Hause vorwirft, Stimmungsmache zu betreiben. Also ich hoffe mal, das war dann vor dem Lernerfolg, denn dieses Interview ist nicht Ausdruck eines Lernerfolges, sondern zeigt, dass genau ihr Handeln in den vorherigen Monaten, das ja ursächlich auch für die Entwicklung war, das Problem war. Und es war genau richtig, dass der Innensenator deutlich gemacht hat, Ende letzten Jahres deutlich zu machen, dass das keine dauerhafte Lösung sein wird. Er hat eine Initiative ergriffen und er hat auch deutlich gemacht, dass das nicht nur für den Oranienplatz, sondern auch für die Gerhard-Hauptmann-Schule gelten muss. Und ich bin überzeugt, ohne seine klare Haltung wäre das Thema heute nicht gelöst, meine Damen und Herren. Jawohl, Berlin ist eine weltoffene, eine tolerante Stadt und die Grundlage hierfür liegt in der Einhaltung der Regeln unseres Rechtsstaats, meine Damen und Herren, und nicht in der Duldung eines illegalen Camps, meine Damen und Herren. Rechtsstaat und Toleranz sind kein Gegensatz, sie bedingen sich, meine Damen und Herren. Und es ist ja noch eins deutlich geworden am Dienstag, nämlich wie heuchlerisch die Aktivisten, Herr Dr. Lederer, nicht die Aktivisten oder die linken Störer, könnte man auch sagen, die nachvollziehbaren Interessen der Flüchtlinge für ihre Zwecke instrumentalisiert haben. Dass es den Leuten, da stimme ich dem Kollegen Saleh absolut zu, den Leuten geht es nicht um die Flüchtlinge, sondern um ihre Anti-Haltung gegenüber unserem Staat, meine Damen und Herren. Und das hat man ja wohl dann auch daran gesehen, dass aus den vermeintlichen Unterstützern plötzlich Gegner wurden, die selbst den freiwilligen Auszug boykottieren wollten und es dann der Polizei bedurft hat, hier den Auszug zu organisieren. Und meine Damen und Herren, lieber Kollege Wolf, die Christlich-Demokratische Union hat sicherlich keinen Nachhilfeunterricht von Ihnen nötig, wenn es darum geht, sich von Extremismus in jeder Form abzugrenzen.
Frau Kollegin Kofbinger, das Tippen mit dem Zeigefinger an die Stirn ist unparlamentarisch. Ich rufe Sie damit zur Ordnung. So, Herr Graf, setzen Sie fort. Ich hoffe, Sie sorgen auch dafür, dass die Uni für mich weitergeht. Herr Kollege Wolfs, die CDU Deutschlands ist eine stolze Partei, die unser Land mehrere Jahrzehnte regiert hat. Wir waren in den Fragen der Geschichte immer auf der richtigen Seite. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie sich heute abgegrenzt hätten von den linken Störern, die am Dienstag den freiwilligen Auszug unterbunden haben, meine Damen und Herren. Und natürlich gilt unser Dank der Berliner Polizei, die besonnen, die souverän diesen friedlichen Prozess begleitet hat. Sie hat dafür gesorgt, dass diese destruktiven Kräfte der linken Szene nicht die Überhand gewinnen konnten, dass das friedlich ablief. Und Herr Nussbaum, richten Sie den Kollegen der BSR unseren Dank aus. Die haben einen guten Job gemacht vor Ort, meine Damen und Herren. Und ich schließe natürlich Frau Kohlert in meinen Dank ein. Sie hat als Vermittlerin zwischen dem Senat und den Flüchtlingen ihre Aufgabe gemacht. Es ist nun einmal so, der Erfolg hat immer viele Väter und Mütter. Ich beobachte ja mit großem Interesse, wie hier Gewinner und Verlierer von den Medien diskutiert werden. Selbst Karrierechancen in SPD werden plötzlich geschrieben. Ich sage mal, Schulterklopfe ist in jeder Hinsicht verfrüht. Denn ja, die Oranienplatzräumung ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber wir müssen noch unsere Anstrengungen unternehmen, dass auch das Problem an der Gerhard-Hauptmann-Schule gelöst wird, meine Damen und Herren. Und wir wissen doch auch, dass die Arbeit jetzt erst richtig losgeht. Denn es liegt ja jetzt bei den Senatoren Chaya und Henkel, dass der Abwicklungsprozess menschenwürdig einerseits, aber auch rechtsstaatlich einwandfrei abläuft. Der Sozialsenator, das einerseits und andererseits ist kein Widerspruch. Der Sozialsenator muss sich weiter um Unterkünfte bemühen. Das macht er ganz hervorragend in der vergangenen Zeit. Und der Innensenator muss dafür Sorge tragen, dass die Verfahren einwandfrei durchgeführt werden. Das ist kein Widerspruch, sondern das ist das, was wir machen müssen, Herr Lehrer. Also abschließend, Berlin leistet einen großen Beitrag im Bereich der humanitären Hilfe, wenn es darum geht, Hilfesuchende bei uns aufzunehmen. Mit der Lösung für die Flüchtlinge am Oranienplatz und der Räumung des Platzes wurde eine wichtige Etappe erfolgreich genommen. Ich sage aber auch, wir wollen eine solche Besetzung in Zukunft nicht mehr erleben und der Auszug aus der Hauptmannschule der weiteren Flüchtlinge muss nun folgen, denn die Grundlage für unsere Weltoffenheit, für die Toleranz, für die Menschlichkeit, die Berlin auszeichnet, ist nun einmal die Einhaltung unserer Rechts- und Werteordnung. Das gilt für den Oranienplatz, für die Gerhard-Hauptmann-Schule und die ganze Stadt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion der Piraten hat jetzt der Kollege Höffinger das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren, nach 2,5 Jahren erneuter Amtszeit als regierender Bürgermeister hat es der Autor des Buches Mut zur Integration, Klaus Wowereit, also geschafft, zu seinem Wahlkampfthema Integration und Migration auch einmal öffentlich zu reden. Ich hatte wirklich gehofft, Sie versuchten jetzt, den Menschen, die Sie im September 2011 wegen ihrer damals ausgesendeten positiven Haltung gewählt haben, zu erklären, warum Sie seit 30 Monaten ausgerechnet mit der CDU koalieren und warum Sie im Bund und in Berlin darauf verzichten, auch nur den Hauch eines Impulses für eine sinnvolle Flüchtlings- und Migrationspolitik zu geben. Diese Erklärung fehlt ebenso wie eine menschenwürdige Asylpolitik. Flüchtlingspolitik in Berlin ist leider kein Deut besser oder menschlicher als im gesamten Rest von Deutschland oder Europa. Sie ist geprägt von Abwehrhaltung. Da werden Ängste in der Bevölkerung geschürt, die in manchen Bezirken der Stadt leider mehr fruchten als in anderen. Aber beim Schüren von Ängsten sollte es bekanntlich nicht bleiben. Insbesondere Flüchtlinge, welche sich entschlossen, sich für ihre eigenen Rechte einzusetzen, wurden und werden vom Senat auch aktiv bekämpft. Seit der Ankunft geflüchteter Menschen am Oranienplatz
wurde nicht nur aktiv Stimmung gegen diese gemacht, sondern auch jedes greifbare Mittel eingesetzt, um diese daran zu hindern, ihren Protest und ihre Forderungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Besonders die Schikanen auf dem Pariser Platz beim Hungerstreik sind vielen von uns noch gut in Erinnerung. Das Verbot von Sitzgelegenheiten und sogar Sitzunterlagen überhaupt oder, wie von einem Beamten der Berliner Polizei benannt, übermäßiger Bekleidung bei Minusgraden im November unter freiem Himmel. All diese Auflagen wurden vom Berliner Verwaltungsgericht als rechtswidrig eingestuft und das wäre für die Versammlungsbehörde und den Innensenator auch von Beginn an offensichtlich gewesen. Vom ersten Tag des Protests an wurde sowohl von der damaligen Bundesregierung als auch durch den Berliner Senat klargemacht, dass die politischen Forderungen von den zuständigen Instanzen nicht umgesetzt werden würden. Nachdem deutlich wurde, dass der Protest dennoch nicht aufhören würde, gingen Senat und Koalition im Herbst 2013 dazu über, eine Hetzkampagne gegen das Camp am Oranienplatz zu starten. Die schlechten Lebensbedingungen der Geflüchteten wurden genutzt, um Stimmung gegen die Betroffenen und den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zu machen. Die Instrumentalisierung von Teilen der Geflüchteten zur gewaltsamen Räumung des Camps war dann auch nur der traurige Höhepunkt dieser Kampagne, aber dazu gehe ich gleich noch näher ein. Ja, es stimmt, dass eine größere Gruppe von Geflüchteten bereit war, den Platz gegen Bereitstellung einer geeigneten Unterkunft zu verlassen. Und dass Teile dieser Gruppe auch damit einverstanden waren, die Zelte und Hütten auf dem Platz selbst abzubauen. Dies geschah vor dem Hintergrund des vom Senat am 18. März präsentierten und seitdem nicht wesentlich veränderten sogenannten Einigungspapiers. Dieses Papier ist aus unserer Sicht an vielen Stellen vage oder schlicht nicht zielführend, denn die Gruppe der Geflüchteten ist zu heterogen, um von dem aufenthaltsrechtlichen Angebot in Gänze profitieren zu können. Dies hatte die Piratenfraktion in ihrem Antrag keine faulen Scheinlösungen, Gespräche mit den Refugees am Oranienplatz wieder aufnehmen bereits thematisiert. Leider konnte sich die Koalition nicht dazu durchringen, alle diese Menschen fair zu behandeln. Dennoch ist es nicht an uns, die Inhalte der Verhandlungen zu bewerten. Wir respektieren jede Entscheidung der Geflüchteten und es ist nicht unsere Aufgabe, Verhandlungen für sie zu führen. Nach unseren Informationen gab es jedoch nie einen wirklichen Konsens aller Geflüchteten, auf das Angebot des Senats einzugehen. Es existiert nämlich auch eine Gruppe von Betroffenen, die ihre Unterkünfte und den Platz als Protestcamp nicht preisgeben wollten und die von Aktivisten in dieser Entscheidung unterstützt wurden. Diese sogenannte Einigung war in Wahrheit eben auch dazu angetan, die Geflüchteten zu spalten und gegeneinander auszuspielen. Am Dienstag erschienen gegen 6 Uhr morgens die räumungswilligen Geflüchteten, Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann, Angestellte der BSR. Als erstere auch mit dem Abbau der Hütten und Zelte derjenigen begannen, die bleiben wollten, kam es zum Konflikt und der mündete teilweise auch in Gewalt. Die Taz berichtete, ich zitiere, mehrere verletzte Afrikaner auf beiden Seiten. Und eins muss ich an der Stelle klarstellen. Frau Kollert, provoziert haben Sie diesen Konflikt. Sie waren es, die Geflüchteten, welche den Platz verlassen wollten, in den Konflikt mit denjenigen hineindrängten, die bleiben wollten. Die räumungswilligen Flüchtlinge sollten ihre Bereitschaft zum Gehen auch dadurch dokumentieren, dass sie die Zelte und Hütten derer, die bleiben wollten, abrissen. Damit waren die Geflüchteten quasi gezwungen, Hütten und Zelte gegen den Willen der anderen Bewohnerinnen des Platzes abzureißen. Am Dienstagnachmittag geschah dann, was sowieso von Anfang an geplant gewesen war. Gegen 14.30 Uhr wurde der gesamte Oranienplatz von der Polizei nach Rücksprache mit dem Bezirksamt geräumt. Das ist das vorläufige und unrühmliche Ende eines Protests, der mit einem Marsch für die Verbesserung der Situation von Geflüchteten begonnen hatte. Und gerade nach den Ereignissen dieser Woche möchte ich die Chance nutzen, die Forderungen der Geflüchteten hier nochmal zu wiederholen. Erstens, Beendigung der Spaltungspolitik des Berliner Senats. Es ist unerträglich, wie der Senat hier geflüchtete Menschen gegeneinander ausspielt. Grundlage für Handlungen des Senats muss doch sein, allen Betroffenen zu helfen, statt ausschließlich die Rasenflächen auf den Berliner Plätzen zu schützen. Zweitens, Aufenthaltsgenehmigung nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes. Eine Forderung, die sehr einfach durch den Senat umsetzbar ist. Das hatte die Opposition bekanntlich bereits hier beantragt. Leider wurde auch dieser Antrag abgelehnt, und zwar durch die Koalition. Drittens, Abschaffung der Residenzpflicht. Dazu beraten wir auch gerade einen Antrag, der es ermöglichen würde, dass die zwischen Berlin und Brandenburg formale Auflösung der Residenzpflicht einfacher für geflüchtete Menschen zu nutzen ist. Auf das Abstimmverhalten von Schwarz-Rot bin sicherlich nicht nur ich gespannt. Wir kommen zu viertens, Unterbringung in Wohnungen statt Lagern.
Wieder eine Forderung, die von meiner Fraktion immer wieder thematisiert, in Anträgen eingebracht und samt und sonders durch diese schwarz-rote Koalition abgelehnt wurde. Dass das jedoch unbedingt notwendig wäre, zeigt die Praxis jeden Tag. Die Zustände in Sammelunterkünften wie der Motardstraße sind untragbar. Immer wieder finden Angriffe auf Sammellager statt, denn sie sind Kristallisationspunkt einer neu erstarkenden Nazi-Szene Berlins. Gerade die Unterkunft in der Hellersdorfer Carola-Neher-Straße kommt nach fast einem Jahr nicht zur Ruhe. Einwohnerinnen werden von Rassisten gejagt, Scheiben werden eingeworfen und es gab Anschläge mittels Sprengkörpern. Wir konstatieren, Innensenator Henkel scheint unfähig zu sein, die Einrichtungen und besonders ihre Bewohnerinnen sind wirksam zu schützen. Fünftens ist Beendigung der Abschiebepraxis. Der Innensenator weigert sich ja sogar wenigstens in den Wintermonaten auf seine unmenschlichen Abschiebungen zu verzichten. Wen er damit in den Tod schickt, ist ihm offensichtlich ziemlich egal. Sechstens, Recht auf Arbeit, gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Vielleicht mögen Sie ja auch doch noch ein bisschen zuhören. Statt Menschen nach einer Flucht in ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, ist die deutsche Asylpolitik und damit die des Berliner Senats einzig darauf ausgerichtet, wieder ein Zitat, den Heimkehrwunsch der Asylsuchenden möglichst lebendig zu halten. Das ist keine Willkommenskultur, das ist menschenverachtende Abschreckungspolitik. Interessant, wer da alles Geräusche von sich gegeben hat. Siebtens. Recht auf medizinische Versorgung und Zugang zu juristischem Beistand. Da kommen wir mal zur Durchsetzung des Rechtsstaats und zu fairer Behandlung. Die Unkenntnis der deutschen Rechtslage bei vielen geflüchteten Menschen wird durch die Vollzugsbehörden immer wieder benutzt, um diese nach Schnellverfahren sofort abzuschieben. Viele Asylsuchenden haben noch nicht mal mit einem Rechtsbeistand gesprochen, bevor sie abgeschoben werden. Das hat mit Rechtsstaatlichkeit eben auch nichts zu tun. Achtens. Wiederaufbau des Veranstaltungszeltes und des selbstgestalteten Info-, Protest- und Vernetzungspunktes und sofortige Wiederaufnahme der Verhandlungen unter Einbeziehung aller Flüchtlinge und dem Ziel, Lösungen für alle zu schaffen. In Anbetracht der zweifelhaften Art, wie die Einigung, wie Frau Kohlert es nennt, zustande gekommen ist, ist es dringend geboten, die Verhandlungen endlich auf Augenhöhe zu führen. Augenhöhe bedeutet, die formulierten Bedürfnisse und Forderungen der Geflüchteten ernst zu nehmen und eine Lösung voranzutreiben, die für beide Seiten zufriedenstellend ist und es auch erstmal bleibt und nicht bis die Presse wegschaut. Wir halten fest, seit 1993 ist das Grundrecht auf Asyl bis zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt worden und Deutschland ist unter abwechselnder Führung und ständiger Beteiligung von CDU und SPD beschäftigt, Menschen auf der Flucht davon abzuhalten, nach Deutschland zu kommen oder sie schnellstmöglich irgendwohin abzuschieben. Seit Geflüchtete, die es lebend in die Festung Europa hineingeschafft haben, die rechtlichen und sachlichen Zustände nicht mehr widerspruchslos hinnehmen, werden sie öffentlich diskreditiert. Die konservative Allianz aus Yellow Press und Regierungsparteien kann man immer wieder dabei beobachten, wie sie die Geflüchteten spaltet und die für ihre berechtigten Interessen einstehen, werden oft übelsten Repressionen ausgesetzt. Selbst wenn der Oranienplatz geräumt bleibt, was wohl noch nicht in Stein gemeißelt steht, glauben Sie, dass die Menschen einfach wieder in ihre Lager zurückkehren und dort auf die Versprechen hin nochmal 20 Jahre auf eine Verbesserung ihrer Lebensumstände warten? Ich glaube das nicht. Ich glaube, der Protest wird weitergehen, er wird neue Formen finden und er wird sich auf keinen Fall wieder marginalisieren lassen. Dankeschön. Für eine Kurzintervention hat jetzt der Kollege Drecker das Wort. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Höckinghoff, was Sie hier absondern, ist eine Unverschämtheit gegenüber dem Innensenator. Sie werfen ihm vor, es sei ihm egal, wen er in den Tod schickt. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie reden an der Realität vorbei und Sie säen Hass und bringen die Menschen in unserer Stadt gegeneinander auf. Dagegen verwahre ich mich. Ich glaube, Sie können es nicht ertragen, dass Sie verloren haben, weil Sie und Ihre hilfsbereiten linksextremistischen Unterstützer es nicht geschafft haben, die Flüchtlinge davon abzuhalten, am Oranienplatz auszuharren und dort weiterhin Instrument ihrer Flüchtlingspolitik zu sein. Die haben verstanden, dass das nicht der Weg ist. Sie haben sich aus ihrer Umklammerung befreit
und Sie sind den Weg der Vernunft mit dem Senat gegangen. Dafür haben die Flüchtlinge meinen Respekt. Sie haben auch nichts verstanden. Sie haben nicht verstanden, dass Toleranz nicht möglich ist gegen den Rechtsstaat, sondern nur mit dem Rechtsstaat. Und dass, wie unser Fraktionsvorsitzender das vorhin gesagt hat, völlig zu Recht, Toleranz nur möglich ist im Rahmen des rechtsstaatlichen Verfahrens und nicht gegenüber Menschen, die gegen den Rechtsstaat verstoßen. Und deswegen ist der Weg richtig gegangen worden, den der Senat hier mit einer gemeinsamen Linie gegangen ist. Auf der einen Seite klarzumachen, dass Gesetze durchzusetzen sind und dass ein Platz nicht besetzt werden kann. Auf der anderen Seite aber auch die Hand auszustrecken, um die Menschen aus ihrer Umklammerung zu lösen und einen Weg in die Rechtmäßigkeit zurückzufinden. Und ich gratuliere dem gesamten Senat ausdrücklich für diesen erfolgreichen Weg. Und zum Schluss, Sie sollten mal die Tatsachen und die Zahlen kennenlernen. Ihre Fraktion, aber nicht nur Ihre Fraktion, lässt nichts unversucht, um die Flüchtlingspolitik unseres Landes als menschenunwürdig darzustellen. Das ist völlig absurd. Nehmen Sie mal die Fakten zur Kenntnis, statt hier rumzuschreien. Deutschland hat im letzten Jahr 127 Asylanträge erhalten. Die Vereinigten Staaten von Amerika 46.000. Kanada 11.000. Auch die Mittelmeer-Anrainerstaaten, von denen Sie mal behaupten, die seien überfordert mit der Flüchtlingswelle. Spanien 4.500. Italien 28.000. Das sind die Zahlen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge veröffentlicht. Wir haben überhaupt keine Veranlassung, uns ständig schlecht zu reden. Unser Land hat die großzügigste Flüchtlingspolitik weltweit. Es gibt kein Land, das so viele aufnimmt wie Deutschland. Und Sie können das nicht ertragen. Und ich lasse es nicht zu, dass unser Land schlecht geredet wird. Nehmen Sie die Fakten zur Kenntnis und hören Sie auf, die Leute, vor allen Dingen unseren Innensenator, schlecht zu reden. Das ist eine Unverschämtheit. Dafür sollten Sie sich entschuldigen. Herzlichen Dank. Herr Kollege Höppinghoff hat nochmal das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Erstens, Herr Dräger, vielleicht hätten Sie Ihrem regierenden Bürgermeister mal zuhören können. Der hat die Zahlen so ein bisschen in Relation gesetzt. Der 4,5 Millionen Staat Libanon nimmt 1 Million Flüchtlinge aus Syrien auf. Und jetzt kommen Sie mir nicht mehr mit Ihren hanebüchenen Zahlen, kommen Sie mir nicht mehr mit den paar Menschen, die tatsächlich in Deutschland und in Europa insgesamt aufgenommen werden und versuchen, uns das als human zu verkaufen. Die einzigen, die durch diese Geschichte, die jetzt durch die Räumung des Oranienplatzes verloren haben, sind tatsächlich die Flüchtlinge, die nämlich jetzt wieder aus dem Bild der Öffentlichkeit verschwinden, die jetzt nicht mehr in der öffentlichen Wahrnehmung stattfinden und das entgegen dem erklärten Willen vieler der dort protestierenden Menschen. Im Gegensatz zu Ihnen oder Herrn Graf muss ich mich nämlich nicht zum Sprachrohr der Flüchtlinge in Berlin machen. Ich frage Menschen vorher, bevor ich versuche, in ihrem Sinne zu reden. Und genau das habe ich getan. Die Flüchtlinge brauchen garantiert eine ganze Menge. Was sie nicht brauchen, sind selbsternannte Sprachrohre namens Dräger oder Graf. Ja, oder Höfinghoff. Natürlich, am liebsten würden sie selber. Und deswegen sind auch noch Vertreter der Flüchtlinge vom Oranienplatz hier, die auch, oder waren hier und wollten eigentlich hier auch reden, was leider nicht erlaubt worden ist durch das Präsidium. Sehr schade. Hätte diese Debatte mit Sicherheit auch noch mal vorangebracht. Ja, und dass ausgerechnet Herr Dr. Haider an der Stelle am lautesten lacht. Mir fehlen die Worte. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Erklärung des regierenden Bürgermeisters ist abgegeben und besprochen worden. Zu dem Antrag auf Drucksache 17-1237 empfiehlt der Innenausschuss mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten die Ablehnung. Wer dem Antrag dennoch zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der Piraten in Gänze, die Grünen und die Fraktion Die Linke gegenstimmen. Das sind die Koalitionsfraktion und der fraktionslose Kollege. Damit ist der Antrag abgelehnt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde, zum Thema mit guter Pflege in die Zukunft. Berlin gestaltet den demografischen Wandel auf Antrag der CDU-Fraktion. Für die Besprechung der Aktuellen Stunde
steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten zur Verfügung, die auf 2 Redebeiträge aufgeteilt werden kann. Es beginnt die Fraktion der CDU. Herr Kollege Krüger, Sie haben das Wort. Bitte schön. Und ansonsten würde ich bitten, dass Gespräche, soweit sie geführt werden müssen, draußen geführt werden und hier drinnen ein wenig Ruhe einkehrt. Dankeschön. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, wir alle hier im Haus und die Bevölkerung in dieser Stadt kennen spätestens seit dem Senatsbericht aus dem Jahre 2012 sehr genau die Fakten über demografischen Wandel in unserer Stadt, über die Alterung der Bevölkerung und alle Folgen, die sich daraus ergeben. Deswegen kann ich hier auf Zahlen, glaube ich, verzichten. Auf der einen Seite haben wir viele alte Menschen, die selbstbestimmt aktiv ihr Leben gestalten wollen. Aber wir haben auch mehr Pflegebedürftige, gerade Hochaltrige. Wir haben pflegende Angehörige, die sich sehr engagieren, aber selbst älter werden und damit auch weniger werden. Single-Haushalte nehmen in unserer Stadt zu. Das bedeutet auf der einen Stelle Ausfall von Hilfemöglichkeit, auf der anderen Seite Einsamkeit. Zugleich Wunsch, möglichst lange in der eigenen Wohnung zu bleiben. Das alles sind Fakten, denen sich der Senat, aber auch die Bezirke stellen, um den demografischen Wandel zu gestalten. Ich glaube, eine ganz wichtige Notwendigkeit für die Menschen in unserer Stadt, für pflegende Angehörige und Ältere, ist es, eine gute Beratung zu bekommen. Und das ist der Fall bei uns. Eine gute Beratung, wenn Sie vorbeugen wollen, wenn Sie Ihre Wohnung barrierefrei umgestalten wollen, wenn Sie finanziell dazu Förderung bedürfen und wenn Sie Antragshilfen auch in Anspruch nehmen müssen. Ganz konkret am 25. März haben wir einen weiteren Pflegestützpunkt oder ich sage immer lieber eine weitere Beratungsstelle rund ums Alter in dieser Stadt in Charlottenburg-Nord am Heinigeweg 1 gemeinsam mit dem Staatssekretär Gerstler eröffnen dürfen. 12 Einrichtungen dieser Art, die hervorragend beraten, unterhält das Land Berlin. Sozialwerk, Union Hilfswerk waren einst die Initiatoren. Und seit den entsprechenden Gesetzen haben wir eine Zielstellung von 36 solcher Beratungspunkte, flächendeckend, kiezbezogen. Auf dem Wege sind noch nicht 36, daran werden wir weiter intensiv arbeiten. Denn es gibt noch einige Bereiche der Stadt, wie zum Beispiel das alte Moabit, wo es sehr wohl nötig wäre, auch einen solchen Pflegestützpunkt zu errichten. Weitere Qualifizierung bei der Beratung dort vor Ort, die Einbindung Ehrenamtlicher mit dem Ziel größerer Nachhaltigkeit bei der Durchführung von Maßnahmen, unter anderem auch, was die Vermeidung von Rückbaupflichten angeht, wenn Wohnungen sozial und barrierefrei umgestaltet werden, hat sich der Senat auf die Fahnen geschrieben. Und das halten wir für außerordentlich wichtig und richtig. Die Infoportale dieser Stadt, Pflegeportal und insbesondere der Pflegelotse, leisten eine hervorragende Arbeit gegenüber den Menschen, die wissen wollen, was gibt es für Angebote, etwa auch Qualitätshinweise haben wollen, Preise vergleichen wollen. Hier wird der bedarfsgerechte Ausbau weiterhin vorangetrieben, und das halten wir für außerordentlich wichtig. Im Haushalt 2014-15 konnten die Mittel für die Stadtteilzentren, das haben wir hier schon öfter diskutiert, vergrößert werden. Wir haben mehr Stadtteilzentren, die gefördert werden. Einige können besser finanziert werden. Hier geht es vor allen Dingen darum, dass die Organisation von Selbsthilfegruppen, pflegender Angehöriger, aber auch von Gepflegten ermöglicht werden, etwa durch die Anbindung der 12 Kontaktstellen Pflegeengagement soll hier und wird hier ganz aktiv Selbsthilfe organisiert. Hier geht es darum, das durchzusetzen, was der Gesundheitsminister Grohe gesagt hat. Der Pflegedienst Nummer 1 in unserer Gesellschaft, das ist die Familie. Wir wollen alles dafür tun, und der Senat tut das, und das halten wir für richtig, dass Schwierigkeiten, die den einzelnen Familien bei der Pflege sich bieten, erkannt werden und abgebaut werden. Das gilt zum Beispiel auch für den gesamten Bereich der Demenzerkrankungen. Sie wissen, einige Bezirke sind da Vorreiter. Charlottenburg-Wilmersdorf war, glaube ich, einer der ersten Bezirke als demenzfreundlicher.
Hier ist die Unterstützung der Landesebene da. Hier unterstreichen wir die Aktivitäten des Senats, denn auch an dieser Stelle zeigt sich, wir lassen die Betroffenen und wir lassen die Pflegenden nicht allein. Aktuell diskutieren wir in dieser Stadt die Leitlinien der Berliner Seniorenpolitik aus dem Jahre 2013. Das tun nicht nur die bezirklichen Seniorenvertretungen, sondern auch die Sozialverbände. Und in den Bereichen 14 bis 16 dieser Seniorenleitlinien wird Gesundheit, Pflege und Hospiz- und Palliativangebote abgehandelt. Das sind Vorschläge zum Mitdenken. Und ich glaube, es ist besonders wichtig, wenn hier sich viele einmischen und zum Beispiel den Punkt wie Woche der pflegenden Angehörigen 2012-13 und zukünftig alle zwei Jahre mit hineinbeziehen in ihren Erfahrungsaustausch und dafür sorgen, dass die beiden anschließenden Konferenzen, die wir in diesem und im nächsten Jahr zu dem Thema haben werden, weitere Aufschlüsse erreichen und damit die Gesellschaft im Bereich auch der Pflege ein Stück voranbringen. Verbesserung beim Entlassungsmanagement des Krankenhausbetriebes, wenn man längere Aufenthalte hat, ist besonders wichtig. Der Senat hat das auf die Fahnen geschrieben. Hier muss es einfach erreicht werden, dass bei der Ausstattung auch von Pflegeeinrichtungen mit besserer fachärztlicher Versorgung dieses Hin und Her zwischen Krankenhaus und Pflegeeinrichtung auf ein begründetes Minimum reduziert wird. Auch das ist Ausdruck von Qualität. Nein, Herr Kollege, ich möchte zusammenhängend reden. Und wenn der Senat, und darauf lege ich auch an dieser Stelle Wert, das mal zu sagen, die Bezirke bei der Aufdeckung von Minderleistungen, etwa bei ambulanter Pflege, massiv unterstützt, so ist die Motivation nicht die Einsparung von Geld, sondern der Wunsch, dass diese den Bürgern gewährten Leistungen qualitativ und umfassend auch bei ihnen ankommen. Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit im Bereich sozialer Träger, dazu gehört natürlich auch Pflege- und Hospizbereich. Das war zum Beispiel am 24. März der Fall, als der Staatssekretär die Verleihung der Berliner Ehrenamtsnadeln gerade auch an Berliner vollzog, die im Pflege- und Hospizbereich sich massiv engagiert haben und damit zur Qualitätssteigerung beigetragen haben. Zukünftig werden wir einen Bedarf an gut ausgebildeten und motivierten Pflegekräften haben, die in Zusammenarbeit mit pflegenden Angehörigen, aber auch natürlich selbstständig gute Pflege gewährleisten. Wir wissen, zurzeit ist der Beruf natürlich ein sehr schwerer, nicht gut angesehen. Es gibt zu wenig Auszubildende. Und deswegen ist es wichtig, dass die im Dezember 12 auf der Bundesebene Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege 2012 bis 15 eingeleitete Initiative jetzt durch den Berliner Senat, durch Gepflegt in die Zukunft, Berlin wird älter, aufgenommen wird. Hier gibt es gute Angebote in der Information über den Beruf selbst, aber wir wissen alle, eine solche Werbekampagne reicht nicht aus. Es müssen die Bedingungen im Bereich der Pflege verbessert werden. Wir hatten vom 3. bis 5. April hier eine Messe Älter werden im digitalen Zeitalter. Senator Schaja hat sie eröffnet. Hier konnten wir sehen, wie Technik in den Dienst der Pflege gestellt werden kann, wie Barrierefreiheit zu erreichen ist und wie auch die Arbeit der hauptberuflich Tätigen verbessert werden kann. Weitere Themen in diesem Bereich sind die Etablierung des neuen Pflegebegriffs, soziale Teilhabe, das neue Pflegeberufegesetz. Überall ist der Senat am Ball und engagiert. Und wenn es schließlich um die Wertschätzung geht, so müssen auch wir bereit sein, finanziell an vielen Punkten tiefer in die Tasche zu greifen, wie das jetzt etwa bei der besseren Finanzierung der Leistungen von Pflegediensten schon der Fall ist. Lassen Sie mich abschließend auch noch sagen, wir unterstützen die derzeit laufende oder angedachte und in Szene gesetzte Befragung der Pflegenden innerhalb dieses Landes mit dem Ziel der Gründung einer Pflegekammer, um auf gleicher Augenhöhe kommunizieren zu können, um Beispiel Aus- und Fortbildung besser organisieren zu können. Wir wollen hier die Betroffenen fragen. Und wenn die Betroffenen der Meinung sind, dass diese Institution ihnen nützt, dann werden sie unsere volle Unterstützung haben. Abschließend, meine Damen, meine Herren,
Die ausgeführten Beispiele sind vermehrbar. Hier könnte man vieles weitere noch nennen, aber die Zeit reicht dazu nicht aus. Sie zeigen, der Senat und die tragenden Parteien, und ich nehme auch den Anspruch hier natürlich für die CDU, sind auf dem richtigen Weg. Berlin gestaltet den demografischen Wandel und engagiert sich für eine gute Pflege. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Wildbrand. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, schön, dass wir uns heute mit dem Thema Pflege an dieser prominenten Stelle befassen, auch wenn es heute sicherlich Aktuelleres gegeben hätte. Der demografische Wandel ist eine der größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft. Mein Vorredner hat das zum Teil auch benannt. Besonders Fachkräftemangel in der Pflege macht uns Probleme und deshalb ist das auch Schwerpunkt meiner Rede hier. Wenn wir keine wirkungsvollen Maßnahmen ergreifen, wird die Versorgungslücke unbeherrschbar groß werden. Die Versorgung unserer pflegebedürftigen Menschen ist ernsthaft auch in Gefahr. Und früher oder später betrifft uns das alle. Für uns Bündnis Grüne hat es oberste Priorität, eine gute Pflege zu sichern, die den pflegebedürftigen Menschen auch im Mittelpunkt stellt. Durch eine gute Seniorenpolitik, durch eine gute Gesundheitsförderung, Prävention, Rehabilitation und aktivierende Pflege muss ein selbstbestimmtes Leben bestmöglich unterstützt werden. Pflegebedürftige benötigen gute pflegerische Versorgung, aber auch Aufmerksamkeit, auch Zuwendung und Austausch. Keine Pflege im Minutentakt. Neue, attraktive und sehr vielversprechende Versorgungsformen für Menschen mit Pflegebedarf sind in letzter Zeit entstanden. Ihre Qualität ist aber nicht gesichert. Der Senat weiß das gut und versucht, dieses Problem auszusitzen. Viele Pflegebedürftige möchten aber so lange wie möglich zu Hause, auch bei Pflegebedürftigkeit, bleiben. Dementsprechend muss die ambulante Versorgung gestärkt und auch verbessert werden. Viel zu lange werden notwendige Reformen auf der Bundesebene verschleppt. Gegen die bekannten Missstände wurde nicht ausreichend getan. Die Große Koalition plant nun eine Reform und auch etwas mehr Geld für die Pflege. Zu einer besseren Versorgung der Pflegebedürftigen wird es nicht kommen, solange unser Pflegesystem nicht grundlegend überarbeitet wird. Diese Woche sind Testphasen für einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff gestartet. Ein entsprechendes Gesetz soll aber erst 2017 verabschiedet werden. Meine Damen und Herren, das ist ein riskantes Spiel auf Zeit und sogar eine bewusste Verschleppung. Die Reform auf der Bundesebene sieht zwar unzureichend und spät, aber wenigstens bewegt sie dort was, im Gegensatz zu Berlin. Die Altenpflege ist heute der Beruf mit dem stärksten Fachkräftemangel in unserem Bundesland. Fast 4 Monate bleibt eine Stelle durchschnittlich unbesetzt. Auf 100 offene Stellen kommen 62 arbeitslos gemeldete Altenpflegerinnen. Es ist Verantwortung des Senates, die pflegerische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Ja, aber dafür muss ermittelt werden, wie viele Menschen mit Pflegebedürftigkeit gibt es künftig, wie viel Personal es für eine bedarfsgedeckte Versorgung heute in Zukunft braucht. Vor allem aber müssen dann wirkungsvolle Maßnahmen ergriffen werden, um mehr Fachkräfte tatsächlich zu bekommen. Wie sieht hier die Bilanz des Senates aus? Was hat er vorzuweisen? Er kann nicht sagen, wie viele Pflegefachkräfte künftig in Berlin benötigt werden, wie viele Ausbildungsplätze in Berliner Einrichtungen derzeit angeboten werden, wie viele noch geschaffen werden müssen. Der Senat tappt im Dunkeln, eine Analyse fehlt. Wenn Senat danach gefragt wird, was er unternimmt, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen,
verweiste auf die Landesoffensive für ein gutes Leben im Alter in Berlin. Bisher umfasst aber diese Initiative hauptsächlich Informationsveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Erfahrungstausch. Das Herzstück der Offensive ist die Image-Kampagne, die vor knapp 2 Wochen begonnen hat. Damit soll der Altenpflegeberuf bekannt gemacht werden. Ich frage Sie, Herr Senator Chaya, aber auch Sie, Frau Ratzeviel oder Herr Krüger, glauben Sie wirklich, dass wir zu wenig Auszubildende und Berufstätige in der Altenpflege haben, weil der Beruf nicht genug bekannt ist? Oder ist es nicht eher so, dass jeder fast den Beruf kennt, aber fast niemand drinnen arbeiten möchte, weil die Bedingungen bei der Ausbildung und im Beruf einfach viel zu schlecht sind? Das ist die Antwort. Die Bedingungen sind schlecht, zu schlecht. Und hier in Berlin schlechter als in anderen Bundesländern. Einer der größten Skandale ist es, dass Altenpflegeschülerinnen und Schüler bei einem Bruttolohn von ca. 90 Euro noch um die 200 Euro Schulgeld im Monat zahlen müssen. Dieses Geld wird weder durch BAföG noch durch die Berufsausbildungsbeihilfe erstattet oder berücksichtigt. So werden, meine Damen und Herren, Interessierten für die Altenpflege nicht gewonnen. Sie werden im Gegenteil systematisch abgeschreckt. Die Senatsverwaltung sagt, es sei rechtlich nicht möglich, den Schülerinnen dieses Geld zu erstatten. In Niedersachsen, unser neuer Staatssekretär weiß das gut, war das bei gleicher Rechtslage jedoch möglich. Und seitdem sind die Schülerzahlen fast um 40% gestiegen. Es fehlt hierzu einfach an politischem Willen. 3,6 Millionen Euro würde es Land kosten, einen ganzen Jahrgang zu entlasten. Und das ist dem Senat offensichtlich zu teuer. Den Kostenvergleich mit Berliner Bauprojekten erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Doch es gibt noch mehr Fälle von unerlassener Hilfeleistung des Senates gegenüber der Altenpflegeausbildung. Einrichtungen, die Altenpflegerinnen ausbilden, haben durch die entstehenden Kosten einen Wettbewerbsnachteil. In NRW wurde dieses Problem durch eine Ausbildungsumlage gelöst und die Zahlen der Ausbildungsplätze sind kurzfristig stark gestiegen. Gleiches wäre in Berlin vielleicht auch möglich. Doch der Senat schließt das aus, ohne eine ordentliche Prüfung zu machen. Dabei wird das, genau wie die Schulgeldbefreiung, im Koalitionsvertrag der rot-schwarzen Bundesregierung ausdrücklich gefordert. Es gibt noch viele Beispiele oder viele Baustellen. Es mangelt an Lehrerinnen, doch das Studienangebot für Pflegepädagogik wurde an den Berliner Hochschulen in den letzten Jahren eingestampft. Es fehlen einheitliche Curricula und Qualitätskontrollen der Ausbildung. Nach der Ausbildung wird die Situation nicht besser. Arbeitsbedingungen und Lohn in der Pflege sind schlecht, und die Verweildauer im Beruf ist dementsprechend gering. Das ist katastrophal. Zynisch, dass der Senat die Verantwortung für bessere Arbeitsbedingungen ausschließlich bei den Einrichtungen sieht. Als Antwort auf alle diese Probleme ist eine Kampagne absolut unzureichend und daneben. Ich frage Sie, Herr Senator Chaya, was wollen Sie konkret unternehmen, um Bedingungen für die Pflege und für die Altenpflegeausbildung in Berlin zu verbessern? Was ist Ihre pflegerische Vision? Der Berliner Senat erfüllt mit dem Landespflegeplan oder der Kampagne gerade mal halbherzig gesetzliche Mindestaufträge. In Brandenburg hat Sozialminister Baske hingegen diese Woche eine ausführliche Bestandsaufnahme der Situation in Brandenburg und konkreten Selbstverpflichtungen der Politik vorgelegt. Nichts anderes braucht auch Berlin. Unser Antrag zur Stärkung des Pflegepersonals wurde leider von den Koalitionsfraktionen abgelehnt. Aber ich sage es Ihnen, solange der Senat nicht für bessere Ausbildungs- und für bessere Arbeitsbedingungen sorgt, kann der Personalmangel sowie Mängel in der Pflege nicht bekämpft werden. Wir von Bündnis 90 Die Grünen
treten außerdem für eine Reform der Ausbildung für die Einrichtung einer Pflegekammer ein. Ich bin überzeugt, das würde auch zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege führen. Wir fordern die Koalition und den Senat auf, endlich mit uns und allen anderen Akteuren zusammenzuarbeiten, um wirkliche Verbesserungen für die Pflege in Berlin zu erreichen, statt nun schöne Bilder zu fabrizieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Frau Kollegin Radziwill das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, meine Damen und Herren, kennen Sie das H-O-Mat? Sie kennen sicherlich den Wahl-O-Mat. Immer vor den Wahlen dürfen wir als Kandidierende unsere Antworten auf Fragen von Bürgern und Bürgerinnen dort mitteilen. Doch mit dem H-O-Mat, H wie Alter, Zeit im Englischen, ist der Blick in die Zukunft wirklich möglich. Ja, auch in Ihre Zukunft. Probieren Sie es aus, Sie werden staunen. Sie finden dieses Programm auf der Internetseite von berlin.de. Auf dieser Homepage der Kampagne, dieser jüngsten Kampagne, gepflegt in die Zukunft, werden Sie von Interessanten und Bekannten mit 80ern freundlich angelächelt. Als eines der vier Gesichter der Pflegekampagne wird Desiree Nick mit den Worten zitiert: Ich betrachte Alter als Fortschritt. Ich werde nicht älter, sondern besser. Recht hat sie, oder? Oder Ingo Appelt wird zitiert mit: Die eigenen Kinder freuen sich bestimmt auch nicht wirklich, wenn ich vor der Tür stehe und sage, Papa möchte jetzt bei euch einziehen. Daher brauchen wir genügend qualifizierte Leute, die sich um die Pflege alter Menschen kümmern. Ross Anthony im fitten Oldie Outfit wird zitiert: Der Beruf des Altenpflegers ist ein wahnsinnig wichtiger Job, der mehr Aufmerksamkeit und soziale Anerkennung verdient. Diese Leute leisten jeden Tag unheimlich viel, um alten Menschen ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Und wir brauchen mehr davon. Und zuletzt wird als Gesicht der Kampagne, vielen Dank fürs Klatschen, Stefan Kretschmer als sportlicher Oldstars zitiert. Das ist schon ganz schön krass, sagt er, sich selbst als alter Mensch zu sehen, wenn ich mir vorstelle, mich irgendwann nicht mehr so bewegen zu können wie heute, dann wird mir ganz anders. Alle haben mit ihren Aussagen recht, meine Damen und Herren. Halten wir uns doch nun an die Worte von Frau Nick. Das Alter ist ein Fortschritt. Womit wir nun mitten im Thema wären, ja, es geht auch um Ihre, um unsere zukünftige Pflege, um gute Pflege im Alter für uns alle. Mit dieser Pflegekampagne will Herr Chaya als Sozialsenator Folgendes erreichen. Erstens, mehr Aufmerksamkeit und damit auch Anerkennung für den Pflegeberuf. Zweitens, eine bessere Werbung für den Pflegeberuf, damit mehr junge Menschen in der Pflege eine Ausbildung beginnen oder andere eine Umschulung oder den Wiedereinstieg in den Pflegeberuf packen. Fachkräftemangel ist in dieser Branche definitiv kein Fremdwort mehr. Und drittens, mehr Sensibilität bei uns allen aufs Alter zu wecken. Organisieren wir viel früher einige Dinge für unser Alter vor. Das wäre doch ein Fortschritt und Fortschritt macht neugierig. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Kappeck? Bitte schön. Bitte schön, ja, vielen Dank, Frau Radziwill. Sie haben richtigerweise angesprochen, dass man Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel aufgreifen muss. Da frage ich Sie, ist die Tatsache, dass die Altenpflegeausbildung bis heute vom Land Berlin nicht finanziert wird und die Schüler von Hartz IV leben müssen oder dass eine Stunde ambulante Pflege derzeit mit 26 Euro dotiert werden sollen, dafür würde ein Maler oder Klempner nicht mal an der Tür klingeln, ist das Ihre Form von wirkungsvollen Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel? Bitte schön, Frau Hartzibel. Vielen Dank, Frau Kappeck, für diese Frage. Hätten Sie meiner Rede etwas noch gefolgt, dann wüssten Sie meine Antwort. Seien Sie neugierig, ich komme gleich darauf zu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein differenzierter Blick auf diese Pflegekampagne ist aus meiner Sicht notwendig. Wenn diese drei Kernziele der Kampagne greifen, so wird es ein Erfolg werden und dieses lassen wir uns auch nicht von der Opposition zerreden.
Wir wissen und wir müssen auch einige politische Entscheidungen wagen, denn Attraktivität für diesen wichtigen Berufszweig werden wir insbesondere durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen erreichen. Möglicherweise nicht nur mit einer wirklich gut gemachten Kampagne. Aus meiner Sicht sind es folgende Punkte. Wenn wir diesen Knochenjob wirklich attraktiv gestalten wollen, dann muss die Ausbildung in der Pflege kostenlos sein. Jungen Menschen müssen zu Beginn ihrer Ausbildung in freier Trägerschaft im Schnitt 150 Euro Schulgeld mitbringen. Niedersachsen zum Beispiel hat Wege gefunden, das Schulgeld aus dem Sozialressort abzusichern, so jedenfalls meine Recherchen. Warum sollte das in Berlin nicht möglich sein? Diese Investition in die Ausbildung neuer Pflegekräfte müsste und könnte uns rund 3,5 Millionen wert sein. Aber ist hier nicht auch der Bund der Adressat? Muss hier nicht auch von der Bundesebene gegengesteuert werden? Zweitens, in der Pflege muss die pflegende Person mehrere Jobs vereinen können. Vom Koch, Friseur, Psychologe, Putzkraft, Pflegender, Gesprächspartner bis hin zum Sterbebegleiter. Und dieser Knochenjob wird in der Pflege im Schnitt mit 11 Euro pro Stunde bezahlt. Das ist für viele wenig attraktiv. Aber die Wertschätzung drückt sich nicht nur an der Bezahlung aus, sondern auch an der Anerkennung der Leistungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Pflege. Senden wir heute aus dem Plenum unser Dank für alle, die ihre Leistung dort leisten, beitragen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal applaudieren an dieser Stelle. Vielen Dank. Drittens, die Verweildauer im Job muss verbessert werden. Schaffen wir es, dass die Pflegekräfte im Schnitt 15 oder 20 Jahre im Pflegeberuf bleiben, so hätten wir heute noch keinen Fachkräftemangel. In vielen anderen Berufen ist die Verweildauer wesentlich länger, beispielsweise in der Autoindustrie. Also muss die Attraktivität insbesondere durch bessere Arbeitsbedingungen und betriebliche Gesundheitsvorsorge verbessert werden. Das Land Berlin als Träger der Sozialhilfe gibt ca. 350 Millionen Euro für diesen Bereich aus, ist also der wichtigste Akteur auf dem Pflegemarkt in Berlin. Das bedeutet für mich, wir müssen uns mit den Pflegesätzen befassen, diese statt ab und an auf sehr niedrigem Niveau anzupassen, sondern stetig und damit nachhaltig erscheint mir sinnvoller. Die jüngste Erhöhung bei den ambulanten Diensten von 4% ist sicherlich notwendig gewesen. Ich gehe davon aus, dass deren Personal direkt davon profitiert und es nicht als Gewinn verbucht wird. Dafür gibt das Land Berlin rund 12 Millionen Euro aus. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Wilbrand? Aber sehr gerne doch. Ja, Frau Ratzewil, ich war jetzt angenehm überrascht, dass Sie sich dafür ausgesprochen haben, dass die Altenpflegeausbildung hier in Berlin umsonst sein soll. Aber warum ist das nicht passiert? Dann können Sie dann mal vielleicht mal ein paar Sätze auch dazu verwenden, damit wir das verstehen. Bitte schön. Liebe Frau Wilbrand, ich denke, das ist ein Prozess und Berlin steckt nun mal in einem Finanzkorsett und wir müssen uns genau überlegen, welche finanziellen Schwerpunkte wir setzen. Und für mich wäre hier genau eins dieser Schwerpunkte und besonders wichtig. Und diesen Prozess müssen wir in den nächsten Haushaltsberatungen dann gemeinsam anpacken. Das wäre mein Appell als Sozialpolitikerin. Und hier, das bedeutet eben, dass auch Sie Ihre Haushälter davon überzeugen müssen. Naja, die haben bisher dazu in den Haushaltsberatungen meines Wissens auch nichts gesagt. Also mal nach vorne schauen und nicht nach hinten, ja? Das bedeutet auch eine verlässliche, also vielen Dank für das rege Interesse an meiner Rede, aber ich fahre mal fort. Also im engen Finanzkorsett Berlins müssen wir eben diese finanziellen Schwerpunkte uns genau überlegen. Und das bedeutet eben auch eine verlässliche Basis und Vereinbarung über die Kriterien und Kontrolle zu erarbeiten, insbesondere mit den privaten Anbietern zu vereinbaren. Viertens. Die am schnellsten in die Altenhilfesysteme hineinwachsende Gruppe hat einen Migrationshintergrund oder legt viel mehr Wert auf Sensibilität und Individualität in der Pflege. In einer weltoffenen und multikulturellen Stadt wie Berlin auch kein Wunder. Daher plädiere ich in einem weiteren Schritt, diese Pflegekampagne auch um die Komponente der kultursensiblen Pflege zu erweitern. Hier ist unter anderem das Kompetenzzentrum zur interkulturellen Öffnung der Altenhilfe COMZIN ein wichtiger Partner.
Fünftens, Berlin muss den demografischen Wandel gestalten und ein wesentlicher Faktor dabei ist die Infrastruktur. Zu Recht hat Bürgermeister und Senator Michael Müller jüngst auf der Fachveranstaltung Wohnen und Pflege in Berlin von Gesundheitsstadt Berlin festgehalten. Ich zitiere, Bauen ist Ausdruck der Gestaltung der Infrastruktur und sollte positiv bewertet werden. Bis zum Jahre 2030 rechnen Expertinnen und Experten für Berlin mit einem Anstieg der reiferen Generation um 200.000 Menschen. Dabei wird der Anteil der über 80-Jährigen um mehr als 80% ansteigen. Aktuell haben wir in Berlin rund 117.000 Pflegebedürftige. Davon werden rund 89.000 zu Hause versorgt, 57.000 von ihnen zu Hause durch Angehörige gepflegt, immer noch die größte Gruppe, und 32.000 durch die ca. 600 ambulanten Pflegedienste. Deshalb werden wir viel stärker Wohnen und Pflege zusammen denken und gestalten müssen. Senioren brauchen oft kleine Wohnungen, aber eine Seniorenwohngemeinschaft benötigt eben viel größere Räume. Daher appelliere ich auch hier an dieser Stelle am 25. Mai für eine Randbebauung auf dem Tempelhofer Feld zu votieren. Das hilft auch, den demografischen Wandel zu bewältigen, zum Beispiel durch den Bau von seniorengerechten, barrierefreien, barrierearmen, generationsübergreifend nutzbaren, gendergerechten und preiswerten neuen Wohnraum. Am 25.05. geht es auch darum, eine Randbebauung auf dem Tempelhofer Feld zu machen. Und das wissen Sie alle. Und deswegen appelliere ich an dieser Stelle auch nochmal dafür. Sechstens, zuletzt noch dieser Aspekt. Auch die Herausforderung von Demenz müssen wir mit den Kompetenzen einer demenzfreundlichen Kommune begegnen. Und stolz können wir auf unsere universitäre Forschung in Berlin sein. Denn hier wird an den Alltagsgegenständen der Zukunft geforscht, damit Ältere und Menschen mit Handicap länger und selbstständiger in ihrer eigenen Häuslichkeit gut und sicher wohnen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, in der Autoindustrie geht Forschung oft in Einklang mit dem Zwang der Rationalisierung in der Produktion. Ob es gut ist, sei mal dahingestellt. Aber alle Gerätschaften fallen von oben und die Handgriffe sind so oft im Radius über der Nabelschnur des Arbeitnehmers auszuführen. Bekanntermaßen ist es in den Pflegeberufen so nicht. Dort müssen sie ganzen Körpereinsatz und noch viel mehr mitbringen. Uns muss und wird doch der Einsatz und Fürsorge für den anderen, für den Menschen mehr wert sein. Das Risiko der Pflege muss gemeinschaftlich getragen werden. Und zum Schluss fordere ich Sie mit Desiree Nick auf, das Alter als Fortschritt zu betrachten. Lassen Sie uns diesen Fortschritt gemeinsam gestalten und auch damit den demografischen Wandel in Berlin und diesen nicht aufhalten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke jetzt Herr Dr. Albers. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen, meine Herren, das muss man Ihnen lassen. Bei der Auswahl Ihrer aktuellen Stunden beweisen Sie ja immer ein glückliches Händchen. Und auch heute haben Sie mit Ihrer zeitlosen Aktualität mal wieder den Vogel abgeschossen. Weit mehr als die Hälfte Ihres Trosses hat sich mit der Gestaltung anderer Aufgaben aus dem Staub gemacht. Es ist im Prinzip eine Unverschämtheit, hier über Pflegende und den Bedarf an Hilfe zu reden und das Desinteresse auf eine solche Art und Weise zu demonstrieren. Als wir vor 14 Tagen das Thema Pflege wegen der aktuellen Arbeitskämpfe aufgerufen haben, weil die Pflegekräfte bei Charité und Vivantes mit ihren Streiks gerade für bessere Bedingungen, für gute Pflege durchsetzen wollten, war Ihnen das nicht aktuell genug. Wir mussten es zu unserer Priorität machen, um den Beschäftigten zu signalisieren, dass ihr Anliegen auch im Interesse der Patienten politisch ernst genommen wird. Erinnere mich noch gut an Ihre Reaktion. Herr Ludewig hat sich in der Debatte hier vorne bockig hingestellt und mit seinen Bauklötzchen geschmissen, während Herr Isenberg sich einen schlanken Fuß gemacht hat. Er hat sich solidarisch erklärt und die Beschäftigten aufgefordert, in die Gewerkschaft zu gehen
um gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, als seien nicht er und seine Regierung genau diejenigen, an die sich die Forderungen richten und die es in der Hand haben, hier in Berlin für die Pflegenden bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das Wort Pflege taucht in Ihrem Koalitionsvertrag überhaupt nicht auf, geschweige denn gute Pflege, nicht ein einziges Mal in keinem Zusammenhang. Ehre, wem Ehre gebührt, im sogenannten Wahlprogramm der CDU immerhin zweimal, einmal auf der berühmten Seite 66, die wir alle schon kennen, alles, was mir einfällt zur Gesundheit in 8 Sätzen, da beklagen Sie die multiresistenten Krankenhauskeime, machen Personalmangel und Zeitdruck in der Pflege unter Rot-Rot dafür verantwortlich und versprechen sich nachhaltig für mehr Personal einzusetzen. Jetzt könnten Sie zwar ganz unverschuldet, aber immerhin Ihre Wahlversprechen doch umsetzen. Also bitte, warum machen Sie, um noch einmal auf die Debatte von vor 14 Tagen zurückzukommen, dem Vorstand der Charité im Sinne Ihrer guten Pflege nicht wenigstens eine klare Ansage, keine weiteren Nachtdienste abzubauen, während noch in der Schlichtung über Mindestbesetzungen auf Stationen verhandelt wird? Das wäre ein erster Schritt zu guter Pflege. Aber wohl nicht so gemeint, geschenkt, verschlucken Sie diese Seite am besten auch. Und dann ganz brandaktuell mit guter Pflege in die Zukunft. Berlin gestaltet den demografischen Wandel. Wo haben Sie diese Aktualität denn ausgebuddelt? Da muss jemand in Ihrem Stab wahrscheinlich aus Langeweile auf der Suche nach einem Kreuzworträtsel im Schreibtisch auf alte Unterlagen gestoßen sein. Das Thema steht, siehe da, seit mindestens 2011 auf der Agenda. Guten Morgen, Herr Krüger. Bereits damals hat die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales im März mit allen wichtigen Akteuren eine ressortübergreifende Landesinitiative Pflege für ein gutes Leben im Alter in Berlin vorgestellt. Damals wurden konkrete Maßnahmen zur guten Pflege definiert, zu Tarifbindung und Entgelthöhe, zu Arbeits- und Gesundheitsschutz, zur Finanzierung der Ausbildung. Interessant wäre nun zu erfahren, wie weit Sie in den letzten 2 Jahren Ihrer Regierungszeit diese Maßnahmen denn umgesetzt haben. Dazu kein Wort. Stattdessen schneidern Sie hier aus den alten Versatzstücken ein vermeintlich neues Kleid und latschen hier vorne stolz damit herum. Den demografischen Wandel gestalten, ja. Die Menschen haben das Glück, immer älter zu werden. Aber müssen wir deshalb auch immer kränker werden? Schon eine Verschiebung der Pflegeraten ab dem 65. Lebensjahr um 5 Jahre in höhere Lebensalter hätte erhebliche Auswirkungen auf den tatsächlichen Pflegebedarf. Ein nicht unwesentlicher Aspekt in dieser Diskussion, der in den Vordergrund gehört. Prophylaxe und Vorbeugung in ihrer gesamten gesellschaftlichen Komplexität mit entsprechenden Programmen ressortübergreifend fördern. Gesundheitsversorgung eben nicht nur als Reparaturbetrieb begreifen. Konkret, niederschwellig und interkulturell Prävention und Rehabilitationsmaßnahmen anbieten. Aber in Ihrer Mitteilung zur Kenntnisnahme, Drucksache 17/1144, teilen Sie ja mit, dass für all die hehren Vorhaben wie gesunde Kommune, gesundes Altern und gesundes Aufwachsen keine Finanzmittel in den Haushalt eingestellt werden konnten und dass deshalb mit der Bearbeitung entsprechender Programme noch nicht begonnen wurde, dass Sie dann auch noch teilweise eine Finanzierung von entsprechenden Projekten gestückelt nachgeschoben haben, sei ja akzeptiert, beweist aber nur, wie ernst Ihnen das Anliegen jenseits Ihrer Ankündigungsrhetorik wirklich ist. Was gäbe es zu tun? Gute Pflege heißt zunächst und vor allem für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung zu sorgen. Das ist ja schon gesagt, da beißt die Maus eben keinen Faden ab. Alles andere ist Lyrik. Ganz einfach, bitteschön. Da gehören zunächst einmal die Löhne auch angeglichen. In der Krankenpflege verdient eine Pflegekraft auch noch zu wenig, aber mit 2.450 Euro deutlich mehr als eine Pflegekraft in der Altenpflege. Da liegt der Schnitt bei 2.190 Euro brutto. Ein Automechaniker, Frau Ratzewil hat das Beispiel gebracht, verdient laut Lohnspiegel im Schnitt ebenfalls 2.450 Euro. Warum wird die Pflege eines alten Menschen eigentlich schlechter bezahlt als die Reparatur eines Autos? Verkehrte Welt und politisch gerade zu rücken. Also bitte. Auch die Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege liegen in der Regel unter 20% unter denen in der Krankenpflege. Warum? Das Berliner Bündnis für Fachkräftesicherung in der Pflege hat Ihnen ja hierzu die Hausaufgaben bereit diktiert. Und Qualitätsmerkmal ist es eben nicht, wenn eine Pflegekraft betriebswirtschaftlich effektiv 20 Patienten versorgt, sondern Qualitätsmerkmal muss sein,
das Bemühen, diesen Betreuungsschlüssel zu senken. Und das wäre über eine sichere Refinanzierung auch zu belohnen. Zuwendungspflege statt Pflege am Fließband im Minutentakt, das ist das Stichwort. Statt sich hier hinzustellen und den Leuten immer zu versichern, wie gut und wie toll ihre Arbeit ist, die sie machen. Schaffen Sie dafür die Rahmenbedingungen. Nehmen Sie den Druck aus dem System. Legen Sie Standards für Mindestbesetzungen und Ausstattungen fest. Ein weiterer Aspekt dabei, die Verweildauer von alten Pflegekräften in ihrem Beruf, es ist schon gesagt, liegt bundesweit durchschnittlich bei 8 Jahren. Die von Krankenpflegekräften immerhin bei 14 Jahren. Das hat handfeste Gründe. Altenpflegekräfte erkranken selber häufiger und länger als Menschen in anderen Berufsgruppen. Also auch hier keine rhetorischen Exerzitien, sondern konkrete Verbesserungen bei der betrieblichen Gesundheitsförderung. Weiteres Problem: Erhebungen der Saarländischen Pflegegesellschaft haben ergeben, dass 33% der Pflegezeit, 33% der Pflegezeit für Dokumentation und Administration verloren gehen. Auch hier ist Handlungsbedarf. Stattdessen vergiften Sie die Atmosphäre zu den Pflegediensten. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang noch sehr gut an den Amoklauf aus Ihrem Haus wegen der vermeintlichen Pflegeskandale bei ambulanten Pflegediensten. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Jede zweite Einrichtung betrügt die Schlagzeile. Was ist eigentlich dabei rausgekommen, nachdem Sie alle ambulant Pflegenden unter diesen Generalverdacht gestellt haben? Selbst in Ihr Wahlprogramm, das der CDU, hatte das ja Einzug genommen. Dieses Mal auf Seite 67, Skandal in Pflegeheimen, verkünden Sie da. Das war das zweite und letzte Mal im Übrigen, dass das Wort Pflege bei Ihnen aufgetaucht ist. Weiterer Handlungsbedarf: Wir brauchen einen verbesserten Zugang in die Pflegeberufe, auch für Quereinsteiger mit entsprechenden Ausbildungsangeboten. Ein Problem, es ist gesagt, die Gebühren für die schulische Ausbildung in Pflegeberufen muss endlich abgeschafft werden. Teure Ausbildung erst selber finanzieren, um anschließend unter schlechten Bedingungen unterbezahlt zu arbeiten. Welche Gestaltungsvariante ist das denn? In Niedersachsen ist die Ausbildung in der Altenpflege von Schulgeldzahlungen befreit. Da hat man beim Ministerium für Soziales ein entsprechendes Budget eingerichtet. 3,5 Millionen Euro würde das in Berlin im Jahr kosten. Da braucht es eben dann auch den politischen Willen. Oder stellt sich einer von Ihnen hier hin und erklärt, das wollen wir uns nicht leisten. Dann aber können Sie sich auch all Ihre Lippenbekenntnisse sparen. Ein weiteres Ärgernis: Die Kosten der praktischen Ausbildung werden anteilig auf die Bewohner der Pflegeheime oder in der ambulanten Pflege auf die Leistungskomplexe für die einzelnen Patienten umgelegt. Das heißt, Einrichtungen, die Ausbildungen, werden dann dafür auch noch bestraft, weil sie ihre Leistungen teurer anbieten müssen als die Konkurrenz, die nicht ausbildet. Nach § 25 des alten Pflegegesetzes kann eine Landesregierung über eine Rechtsverordnung eine Umlagefinanzierung der Ausbildungskosten verfügen, wenn ein Mangel an Ausbildungsplätzen zu beseitigen ist. Punkt. Wer nicht ausbildet, zahlt. Was braucht es da Fantasie? Ansonsten sind Ihre Erklärungen hier wohlfeil. 20 Minuten hatten Sie als Koalitionäre Zeit, Ihr aktuelles Thema mit Inhalten zu füllen. Als einzige Begründung dafür aber erscheint mir Ihre Einsicht in die Rasanz plausibel, mit der sich diese Koalition selber zum Pflegefall entwickelt. Bei diesem Tempo, man hat es ja auch bei der Regierungserklärung vorhin gespürt, haben Sie die Pflegestufe 3 bis 2016 allemal erreicht. Also genießen Sie die verbleibenden Tage, Ihre Dienstwagen und das Umland. Tauschen Sie emsig noch ein paar Staatssekretäre aus, führen Sie anschließend Prozesse mit ihnen, die Zeit will ja auch politisch gefüllt sein. Und keine Sorge um den demografischen Wandel mehr, 2016 ist für diese Koalition Schicht im Schacht und dafür braucht es dann auch keinen Blick in diesen Age-O-Mat, Frau Radziwill. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Albers. Für die Piratenfraktion hat nun das Wort der Herr Abgeordnete Spieß. Bitte sehr. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also sind ja noch ein paar Leute hier im Saal, die Interesse an diesem Thema haben. Das ist natürlich weitgehend nicht nur ein seniorenpolitisches Thema, denn in den letzten Jahrzehnten wurde die Pflege an den Rand des Gesundheitswesens gedrängt. Dagegen sollte sie, wie in anderen europäischen Ländern auch üblich, in dessen Mitte stehen. Die Situation vor Ort ist alles andere als gut. Pflegedienstleistungen werden oft nur noch von Hilfskräften in prekärer Beschäftigung erbracht.
Fachkräfte stehen am unteren Ende der allgemeinen Verdienstskala. Selbst die wenigen vorhandenen Fachkräfte werden ausnehmend schlecht bezahlt. Sie erhalten überwiegend keinen tariflichen Lohn und werden zunehmend in Teilzeit beschäftigt. Dabei sind die Arbeitsbedingungen schlecht, die Anforderungen hoch. Das hat zur Folge, dass etwa 50% der ausgebildeten Pflegekräfte 5 Jahre nach Ende ihrer Ausbildung den Pflegeberuf aufgegeben haben. In dieser Situation gehen Image-Offensiven für den Pflegeberuf an der Realität vorbei. Zuallererst ist für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu sorgen, sind Vollzeitstellen für Fachkräfte zu tariflich angemessener Bezahlung zu schaffen. Das Zusammenwirken von Hilfs- und Fachkräften ist dabei neu zu gestalten. Hilfskräfte sind in der Pflege notwendig, dürfen diese aber nicht dominieren. Angemessene tarifliche Bezahlung und ständige Weiterbildung ist auch für die Hilfskräfte zu gewährleisten. Dazu müssen in der Pflegebranche endlich Tarifverträge her, denn für 80% der Unternehmen gibt es überhaupt keine. Brandenburgs Sozialminister Baske wünscht sich seit langem allgemeinverbindliche Tarifverträge und ruft die Sozialverbände zum Abschluss von Tarifverträgen auf, bisher ohne großen Erfolg. Immerhin muss in Brandenburg kein Schulgeld für die Absolvierung einer Pflegeausbildung bezahlt werden. Und in Brandenburg wurden nun wenigstens Leitlinien vorgestellt für die Pflegepolitik, damit man sich ein Bild davon machen kann, wohin die Reise in den nächsten Jahren gehen soll. Nicht mal dazu ist man in Berlin in der Lage. Vorhaben werden möglichst vage und unverbindlich angekündigt. Dabei ist vollkommen klar, wir brauchen keine Image-Kampagne und wohlfeile Versprechungen. Wir brauchen konkrete Verbesserungen. Tariflohn, faire Beschäftigungsverhältnisse, bessere finanzielle Ausstattung, mehr Personal, weniger Arbeitsbelastung und eine fachgerechte Ausbildung. Herr Schaja, legen Sie hierzu tragfähig konkrete Konzepte vor, dann ist eine Image-Kampagne obsolet. Es gibt noch ein anderes Problem, das ist hier angesprochen worden, nämlich die Wohnraumversorgung nicht nur für pflegebedürftige Senioren, sondern eben auch für ambulante oder Einrichtungen, die eben im Kiez vor Ort kranke Menschen, pflegebedürftige Menschen betreuen. Man nennt das auch so ein bisschen das Konzept der Enthospitalisierung. Und wir haben ja gerade den Fall, dass ein solches Projekt in Berlin-Schöneberg, der Pinel GmbH, wo psychisch kranke Menschen vor Ort in ihrem Kiez bedroht werden, vom Senat geschlossen werden soll. Und ich setze mich dafür ein und fordere Sie dazu auf, das zu verhindern. Und es nützt dann auch nichts, von Neubauten und Pantomchenschen Dörfern auf dem Tempelhofer Feld zu sprechen, denn die Wohnräume und die Versorgung für Einrichtungen, die Pflege vor Ort leisten, ist in dem Kiez zu leisten und nicht auf dem Tempelhofer Feld. Oder wollen Sie irgendwann mal alle pflegebedürftigen Personen aufs Tempelhofer Feld karren und dort zentral versorgen? Des Weiteren ist in der Pflege der Einsatz von Verwandten, Freunden und engagierten freiwilligen Helfern besonders wichtig. Gerade der auf Zuwendung und Assistenz angewiesene Mensch ist in besonderem Maß auf ein soziales Netzwerk angewiesen. Wenn aber in der politischen Diskussion darauf abgehoben wird, pflegen kann doch jeder, zielt das allein auf das Sparpotenzial, das die Verrichtung von Pflegedienstleistungen durch ein freiwilliges soziales Netzwerk hat. Das gilt insbesondere, solange die Pflege im häuslichen Umfeld billiger ist als eine Heimunterbringung. Andernfalls geht es flugs ab ins Heim. Das Wohl des Patienten wird bei dieser Diskussion geflissentlich übersehen bzw. umgedeutet. Oma will doch nicht ins Heim. Wenn Oma aber dement ist, geht es auch darum, wie sie fachgerecht versorgt werden kann. Angehörige sind mit Demenz in der Regel überfordert. Hier ist eine 24-Stunden-Fachbetreuung erforderlich. Es wird auch übersehen, dass gerade in der Heimpflege ein freiwilliges soziales Netzwerk besonders wichtig ist. Dabei ist bei der Auswahl des Heims zu beachten,
die Unterbringung von Pflegebedürftigen weit ab ihrer sozialen Netzwerke, möglicherweise aus Kostengründen im europäischen Ausland, ist abzulehnen. Jeder Mensch hat Anspruch auf die Assistenz, die er braucht, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dieser Anspruch ist allein mit freiwilligem Engagement seines sozialen Umfelds nicht zu verwirklichen. Die Etablierung der Pflegewissenschaft in den deutschen Hochschulen muss verstärkt gefördert werden. Das bedeutet nicht, dass eine Akademisierung der Pflegeausbildung erfolgen soll. Jede gute praktische Berufsausbildung im Gesundheitswesen bedarf aber einer soliden wissenschaftlichen Grundlage. Das bestehende Ausbildungssystem mit seinen verschiedenen Traditionen ist nicht grundsätzlich schlecht. Es bedarf aber einer generalisierten, öffentlich-rechtlich finanzierten Pflegeausbildung in Modulen gemäß dem Konzept des Deutschen Pflegerats für Pflegeberufe. Der Zugang zur Berufsausbildung ist insbesondere auch erfahrenen Pflegehilfskräften zu ermöglichen. Kurzfristige Umschulungsmaßnahmen, wie sich das Jobcenter gerne für Langzeitarbeitslose organisiert, sind abzulehnen. Es wäre allerdings wünschenswert, dass das Jobcenter auch vollwertige Berufsausbildung vollumfänglich fördert. Um die Pflege wieder in den Mittelpunkt des Gesundheitswesens zu rücken, ist die flächendeckende Einrichtung von Pflegefachpraxen als Anlaufstellen und zur Beratung für die Bevölkerung im Sinne des Patientencoachings und die Einführung präventiver Pflegebedarfshausbesuche nach skandinavischem Modell erforderlich. Dazu gehört die Niederlassungsfreiheit für den Heilberuf der selbstständigen Fachpflegeperson mit Vertragszulassung bei der Krankenkasse in Anlehnung an das Modell Primary Nurse Angelsachsen, die Erweiterung der Verantwortungsbereiche der Fachpflege, wie zum Beispiel Verordnung der Pflegehilfsmittel, Verbandsmittel, Heilsalben etc. und die selbstständige Ausübung von Heilkunde von dazu ausgebildeten Pflegefachkräften nach dem Modell § 63 SGB V, sage ich hierzu nur. Die Pflegeprozesssteuerung erhebt tatsächlichen und latenten Probleme und Ressourcen meist im täglichen Kontakt mit den Betroffenen, auch den Angehörigen, mit ausreichend Zeit und Sachverstand. Sie stärkt und fördert Selbstbestimmung des Patienten durch Beratung, Aufklärung, Erklärung und Empathie. Sie ist dem Ethikkodex des International Council of Nurses verpflichtet. Das Modell der Primary Nurse steht Pate für dieses Konzept. Aber im Gegensatz zum angelsächsischen Modell des Public Health als Managed Care ist das Modell der Bezugspflege im evidenzbasierten Pflegeprozess besser geeignet, die individuellen Bedürfnisse aller Betroffenen zu erkennen und Bezug auf Gesundheitserhaltung und Wohlbefinden angemessen und zielführend zu arbeiten. Auf Bundesebene ist eine umfassende Reform der Pflegeversicherung erforderlich. Wichtigste Punkte sind die Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs unabhängig von der Krankenkasse durch die Fachpflege, die Abschaffung der Minutenpflege und der Pflegestufen. Zum Schluss, das bisschen Pflege wird uns allen gewaltig auf die Füße fallen, spätestens dann, wenn wir selbst darauf angewiesen sind. Wer nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um sich die notwendige fachliche Hilfe zu leisten, wird als lästiger Kostenfaktor weggespart. Es gibt zwar viele gute Ansätze, von einigen habe ich gerade gesprochen, um dieses Szenario abzuwenden. Es sollte uns allen klar sein, dass sich der Pflegenotstand mit Imagekampagnen oder sogenannten Billiglöhnern vom Jobcenter nicht lösen lässt. Insofern kann ich nur erwarten, dass vom Senat da in Zukunft noch mehr kommt als bisher vorgelegt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Spies. Für den Senat hat jetzt das Wort Herr Senator Czaja. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Albers, ich habe den Eindruck gehabt, dass Sie zwar die Ernsthaftigkeit für das Thema Pflege einfordern, aber hier nur mit Klamauk reagieren und gleichzeitig völlig außer Acht lassen, was in den letzten
Monaten für die Pflege in Berlin erreicht wurde. Vielleicht wäre es sinnvoller, nicht nur immer das Wahlprogramm der CDU zu lesen, sondern auch das, was für Pflege erreicht wurde. Aber noch einen Satz mehr zu hören, Herr Kollege, immer gleich zu klatschen und gleich Klamauk zu machen, macht nicht so viel Sinn. Wir haben das jetzt einige Male von Ihnen gehört, ist auch ganz nett, immer anzuhören. Aber es wird den Problemlagen und den Lösungskompetenzen, die wir hierbei entwickelt haben, wirklich nicht gerecht. Und deswegen sollten Sie da vielleicht einen Schritt weitergehen. Wir alle wünschen uns ein langes, gesundes Leben im Alltag. Im Alltag weichen wir jedoch den Problemen, die damit verbunden sind, oft aus. Das Älterwerden blenden wir aus. Die Frage nach dem hohen Alter wird immer so beantwortet, wenn ich sage, ja, wir wollen das alle erleben, aber irgendwie sind damit doch Ängste und Sorgen verbunden. Heute leben in Berlin 663.000 Menschen über 65 Jahre. 2030 werden das rund 858.000 Menschen sein. Das heißt, der Anteil der Bevölkerung steigt von heute 19% auf 23%. Diese Zahlen sind kein Ausdruck von großen Problemen, sondern eigentlich von einer sehr schönen und positiven Entwicklung. Wir werden gesund älter. Das ist ein großer Menschheitstraum, der in Erfüllung geht, dem man nicht nur mit Problemen und mit Ängsten begegnen soll, sondern auch mit einer positiven Auffassung. Wir gewinnen an gesunden Lebensjahren und vor einigen Wochen haben wir die neuesten Zahlen für Berlin vorgestellt. Demnach liegt die mittlere Lebenserwartung für Männer jetzt in Berlin bei 77,6 Jahren. Sie haben in den zurückliegenden 10 Jahren 2 Jahren Lebenszeit gewonnen, davon anderthalb ohne Pflegebedürftigkeit. Bei Frauen liegt die mittlere Lebenserwartung heute bei 82,6 Jahren. Auch sie haben ohne Pflegebedürftigkeit statistisch 1 Jahr hinzugewonnen, trotz ihres Vorsprungs gegenüber den Männern. Gleichzeitig steigt aber eben auch, und das ist das Thema der heutigen Aktuellen Stunde, die Wahrscheinlichkeit für Pflegebedürftigkeit. Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2030 in Berlin 170.000 pflegebedürftige Menschen leben. Das ist ein Zuwachs von 55%. Kollegin Radziwill hat es erwähnt, rund die Hälfte der pflegebedürftigen Menschen in unserer Stadt wird von Angehörigen gepflegt. Die Angehörigen von über 50.000 Personen erbringen täglich eine Leistung von unschätzbarem Wert für unsere Gesellschaft und es ist unsere Aufgabe, sie dabei noch besser zu unterstützen. Hierfür gilt es zunächst, die vielen Fragen, die mit dem Eintritt der Pflegebedürftigkeit und der Betreuung einhergehen, zu beantworten. Zu diesem Zweck haben wir das kieznahe Angebot der Pflegestützpunkte aufgebaut. Sowohl die Pflegebedürftigen selbst als auch ihre Angehörigen können sich dort kostenlos, qualifiziert und wohnortnah zu allen Pflegethemen beraten lassen. Auf Wunsch auch in den eigenen 4 Wänden. Dieses Angebot wird schrittweise ausgebaut. In diesem Jahr wurde bereits der 28. Stützpunkt in Berlin eröffnet. Und wir haben mit der Fachstelle für pflegende Angehörige einen Anlaufpunkt geschaffen, der Maßnahmen fördert und koordiniert, um pflegende Angehörige zu entlasten. An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, dass es uns ein wirkliches Anliegen ist, die Leistungen der pflegenden Angehörigen stärker zu würdigen. Das geschieht zum Beispiel im Rahmen der Woche der pflegenden Angehörigen, in dieser Zeit, dieser Koalitionsphase verabredet und eingeführt, seit dem Jahr 2012 bereits zum 2. Mal organisiert. Diese Woche der pflegenden Angehörigen ist zudem wichtig als Forum für den gegenseitigen Austausch zwischen den pflegenden Angehörigen und zur gemeinsamen Ideenfindung für die Verbesserung der Angebotsstruktur. Meine Damen und Herren, wir haben zusätzliche Haushaltsmittel für die Ausstattung der Kontaktstellen für Pflegeengagement eingestellt. 400.000 Euro für pflegeflankierende, ehrenamtliche und Selbsthilfestrukturen. Dadurch kann die Nachbarschaftshilfe in der Pflege gestärkt werden. Kollege Krüger ist darauf sehr ausdrücklich eingegangen. Und auch im Bereich der alternativen Wohnform sind wir in Berlin auf einem guten Weg. Kein anderes Bundesland hat so viele Pflege-WGs wie Berlin. Derzeitig haben wir rund 550 Pflegewohngemeinschaften mit etwa 4.000 Pflegebedürftigen, weil es eben so ist, dass man möglichst lange und selbstbestimmt in den eigenen 4 Wänden alt werden will. Aber wenn das nicht mehr geht, dann ist die Pflege-WG eine gute Alternative, wenn man keine Angehörigen hat, trotzdem in den eigenen 4 Wänden und nicht in einem Heim gepflegt werden zu müssen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Birk. Wenn mir das nicht auf die Redezeit angerechnet wird, dann gerne.
Bitte, Herr Abgeordneter. Sie wollen Pflegewohngemeinschaften stärken, Herr Czajer. Das begrüße ich sehr. Aber wann werden Sie denn die Rahmenvereinbarung ändern, damit es nicht mehr möglich ist, dass in einer Pflege-WG ein Pflegedienst genauso viel Geld bekommt, wenn er eine Person pro Schicht einsetzt oder wenn er drei Personen pro Schicht einsetzt? Beide Male bekommt er 100 Euro pro Tag aus den Tagespauschalen. Ist ein wichtiges Thema für uns, Herr Kollege Birk. Wir sind der Auffassung, ich bin der Auffassung, die Koalition ist auch der Auffassung, dass wir nicht nur im ambulanten und im stationären Bereich, sondern auch für die Pflege-WGs feste Qualitäts- und auch Personalvorgaben benötigen. Deswegen hat Berlin wie kein anderes Bundesland so viele Bundesratsinitiativen unterstützt, um im Pflegeneuausrichtungsgesetz gerade für die Pflege-WGs solche Pflichtvorgaben einzuführen. Wir haben uns dabei nicht durchsetzen können, weil wir diese Vorreiterrolle haben und andere Länder mit den Pflege-WGs noch nicht solche Erfahrungen haben wie wir. Aber wir bringen diese Fragen weiter ein. In wenigen Tagen findet in Berlin eine Sonder-GMK- und Sozialministerkonferenz zum Thema Pflege statt. Und da werden diese Initiativen auch wieder eine Rolle spielen, weil sie aus Berliner Sicht von besonderer Bedeutung sind. Sie kennen die Bundesratsinitiativen, die Berlin unterstützt hat, dabei gut. Aber es gibt positive Entwicklungen für die Pflege-WGs, Herr Birk. 2.500 Euro pro Person bis maximal 10.000 Euro pro Wohngruppe werden jetzt gefördert für die Einrichtung von betreuten Wohngruppen. Auch für den barrierefreien Umbau für Wohnungen von Demenzkranken gibt es bis zu 2.557 Euro pro Maßnahme durch die Pflegekasse. Pflegende Angehörige und professionell Pflegende im ambulanten Bereich eint, dass sie in ihrem Pflegealltag oft mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert sind. Und die Rahmenbedingungen der ambulanten Pflege sind eben komplex. Pflegedienste müssen unterschiedliche Vertragsbedingungen erfüllen. Mit den Pflegekassen, mit den Krankenkassen, mit dem Sozialhilfeträger. Es gibt keinen Personalschlüssel, eines der wesentlichen Probleme. Die notwendigen Leistungen lassen sich aus vielen Bausteinen eben nur zusammensetzen und je nach Kostenträger sind unterschiedliche Regelungen bei der Beantragung zu beachten. Und die Pflegenden müssen sich eben auch auf die Bedingungen in der Wohnung einlassen. Meist sind sie mit dem Pflegebedürftigen allein und können nicht auf kollegiale Unterstützung zurückgreifen. Dann ist das Bad nicht barrierearm, es fehlt ein Pflegebett oder ein Wannlifter. Wichtige Hilfsmittel muss sich der Pflegebedürftige meist selbst organisieren und er ist mit dem formalen Aufwand oft überfordert. So dauert es meist lange, manchmal zu lange, bis das richtige Pflegebett oder der richtige Rollstuhl organisiert sind. Und hier liegt eben auch ein wesentlicher Unterschied zur stationären Pflege. Dort sind die Hilfsmittel meist vorhanden, sodass der Pflegebedürftige vom ersten Tag an mit den richtigen Hilfsmitteln betreut wird. Aber es bleibt dabei. Die meisten betroffenen Bürger möchten zu Hause gepflegt werden und die gute Nachricht ist, das ist in Berlin auch möglich. 75% werden in den eigenen vier Wänden gepflegt. Und das soll eben auch in Zukunft so bleiben. Deshalb ist die Pflege im ambulanten Bereich ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit. Auch der Bund sieht hier Handlungsbedarf und Gesundheitsminister Gröhe hat angekündigt, im kommenden Jahr die Leistungen im ambulanten Pflegebereich der Unterbringung im stationären Bereich anzufassen. Das ist der richtige Weg. Und Berlin ist Taktgeber, Berlin ist Vorreiter. Wir haben vor kurzem mit den Anbieterverbänden und den Pflegekassen eine spürbare Vergütungssteigerung erreicht. Im Übrigen nach langer Zeit, Herr Albers, unter Rot-Rot, wo es diese nicht gegeben hat und diese nicht verabredet wurde, ab April 4%, real 3%. Das kommt den 20.000 Menschen, die in der ambulanten Pflege tätig sind, direkt zugute und ist ein klares Signal der Wertschätzung. Und diese Wertschätzung muss sich eben auch bei der Ausbildung zeigen. Deswegen haben wir erstmalig verabredet, dass für Praxisanleiter von Nachwuchskräften eben auch freie Zeiten zur Verfügung stehen. Das ist in den vergangenen Jahren eben nicht gelungen. 2,5 Stunden pro Schüler und Woche soll ab dem Jahr 2015 für die Ausbildung freigestellt werden, analog zum stationären Bereich. Und wir haben im vergangenen Jahr durch die Einführung des Investitionskostenzuschlags in der ambulanten Pflege, hat es auch unter Rot-Rot 10 Jahre nicht gegeben, dass ein Investitionskostenanteil in der ambulanten Pflege mitfinanziert wurde, eine spürbare Verbesserung erreicht, weil damit die Investitionskosten für die Ausstattung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit abgerechnet werden kann. All diese Maßnahmen helfen, die Arbeitsbedingungen schrittweise zu verbessern, aber wir bleiben natürlich nicht stehen.
Auch bei den Vergütungsverhandlungen für 2015 wird es weiter darum gehen, die ambulante Pflege zu stärken. Die bewusste Schwerpunktsetzung in meinen jetzigen Ausführungen, die ich eben getroffen habe, auf der ambulanten Pflege heißt nicht, dass wir den stationären Bereich vernachlässigen und aus dem Blick verlieren. Ganz und gar nicht. Beide Säulen, die ambulante wie die stationäre Pflege, verdienen und erhalten unsere gleiche Aufmerksamkeit. Und abschließend möchte ich auf den entscheidenden Faktor beim Thema Pflege eingehen, nämlich denjenigen, die in der Pflege selbst die Leistung erbringen. Ohne die pflegenden Angehörigen, die momentan noch mehr als 50% der Leistung erbringen, und die professionell in der Altenpflege Tätigen, ist ein gepflegtes Älterwerden eben nicht möglich. Dies sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, und deswegen ist neben den inhaltlichen Schwerpunkten auch die höhere Wertschätzung von Bedeutung. Und dies ist der Grund, warum wir eine Altenpflegekampagne gestartet haben in Berlin unter dem Motto Gepflegt in die Zukunft. Mit dieser Kampagne wollen wir mit einem Augenzwinkern uns positiv dem Thema Älterwerden nähern. Und ich danke der Kollegin Radziwill, dass sie dies in ihrer Rede auch so prononciert zum Ausdruck gebracht hat. Und wir sind dankbar, dass Prominente hierfür zur Verfügung stehen, im Übrigen pro bono. Die haben dafür keinen Cent genommen, um sich daran zu unterstützen, weil sie mit uns gemeinsam dafür werben wollen, dass es ein stärkeres Verständnis, eine höhere Aufmerksamkeit für den Altenpflegeberuf gibt. Und ja, wir hoffen, dass wir im Bund endlich eine Einigung dafür hinkriegen, dass es ein gemeinsames Pflegeberufegesetz gibt. Wir wollen die generalistische Ausbildung aus Berlin, und unsere Kampagne flankiert nur die vielen Initiativen der Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive des Bundes, die Berlin mit unterzeichnet hat. Und die Sondersitzung der Gesundheits- und Sozialminister in Berlin zum Thema Pflege macht deutlich, welches Augenmerk wir darauf richten. Berlin wächst und Berlin wird älter. Beides passt gut zusammen. Denn Themen wie Barrierefreiheit und Altersgerechtigkeit lassen sich unter den Bedingungen einer wachsenden Stadt viel besser umsetzen als in einer schrumpfenden. Barrierefreier ÖPNV ist mit steigenden Zahlen an Nutzern und besser realisierbar als beim Wegfall von Bus- und Bahnlinien. Barrierefreie und alters- sowie pflegerechte Wohnungen lassen sich beim Neubau natürlich leichter realisieren als im Fall von Rückbau von Wohnsubstanz. Und ich bin Kollegen Müller dankbar, dass er diese Fragen in all den Erörterungen für die wachsende Stadt nicht aus dem Auge verliert. Ich weiß, dass er sich darum ganz intensiv kümmert, weil Fragen von Altersgerechtigkeit und von Behindertenfreundlichkeit wichtig ist. Und wir haben die große Chance, in der wachsenden Stadt diese Aufgaben gleich mitzulösen. Das ist einfacher als in schrumpfenden Regionen. Und ich freue mich, dass er sich diesem Thema immer und immer wieder in all den Fragestellungen annimmt. Ich möchte an dieser Stelle allen Partnern danken, die für eine gute Pflege in Berlin Verantwortung übernommen haben. Ob im Pflegeberuf, bei den Pflegekassen, in den Pflegestützpunkten oder der Verwaltung. Wir danken mit Respekt für diese tagtägliche Arbeit. Sich dieser Herausforderung zu stellen, ist eine Aufgabe mit Sinn und Zukunft. Machen wir uns bewusst, wenn Berlin altert, dann sind wir diejenigen, die altern. Daher brauchen wir in Zukunft alle mehr Pflege. Dafür müssen wir die Weichen jetzt stellen. Deshalb bitten wir darum, dass diese Initiativen und Aktionen, die wir in Berlin starten, die inhaltlichen, aber eben natürlich auch die der Zeichen der Wertschätzung von allen unterstützt wird, damit wir gemeinsam gepflegt in die Zukunft kommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Senator. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aktuelle Stunde hat damit ihre Erledigung gefunden. Tagesordnungspunkt 2. Ich rufe nun die Fragestunde auf. Zuerst erfolgen die Wortmeldungen in zwei Runden nach der Stärke der Fraktionen mit je einer Fragestellung an den Senat. Nach der Beantwortung steht mindestens eine Zusatzfrage dem anfragenden Mitglied zu. Eine weitere Zusatzfrage kann auch von einem anderen Mitglied des Hauses gestellt werden. Für die erste Frage rufe ich ein Mitglied der Fraktion der SPD auf und bitte, an das Redepult zu treten. Nachfragen werden wie üblich von den Sitzplätzen ausgestellt. Die Frage hat Herr Oberg. Bitte sehr. Ich frage den Senat, was unternimmt der Senat, um einen sicheren Übergang vom Flaschenhalspark in den Gleisdreieckpark zu schaffen und die aktuell sehr gefährliche Situation an der Yorkstraße zu entschärfen? Bitte, Herr Senator Müller. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter Oberg,
Lassen Sie mich bitte zunächst sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass die Berlinerinnen und Berliner so begeistert auch diesen neuen Park oder diesen Parkteil, Flaschenhalspark, mit annehmen und dass wir jetzt da wirklich eine gute Situation haben mit der neuen Erweiterung des Parks am Gleisdreieck. Ich habe das selbst schon erlebt, dass am Wochenende es wirklich begeistert angenommen wird und das ist wiederum, glaube ich, auch eine gute Bereicherung, eine gute Weiterentwicklung für Berlin. Richtig ist, dass der Übergang über die Yorkstraße auch gut und sicher dargestellt werden muss für die Menschen, die beide Parkteile in Anspruch nehmen wollen. Wir bedauern sehr, dass es in den letzten Wochen diese Situation mit diesen Absperrgittern gegeben hat, die der Bezirk veranlasst hat. Das war nicht Wunsch der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, auch nicht Wunsch der Verkehrslenkung, sondern der Bezirk hat diese Maßnahmen dort eingerichtet. Auch unsere Bitte, wenigstens an den Wochenenden das zu öffnen, damit die Menschen nicht rübersteigen über diese Gitter, wurde leider nicht entsprochen. Wir haben daraufhin jetzt selbst auch noch mal die Initiative ergriffen und Verhandlungen mit der Bahn aufgenommen, um möglichst schnell zumindest zu einer Teilsanierung der Yorkbrücken zu kommen, sodass auf diesem Wege die Straße überquert werden kann. Und es ist uns gelungen, das jetzt auch sicherzustellen mit einer ersten kleineren Baumaßnahme, vielleicht etwas mehr als eine provisorische Baumaßnahme, sodass auf einem Brückenteil dann höchstwahrscheinlich noch in diesem Monat sichergestellt werden kann, dass die Yorkstraße überquert wird und diese unsichere Situation auf der Fahrbahn insofern umgangen wird. Auch an der Stelle bedauern wir es, dass über 3 Jahre der Bezirk zu keiner Verabredung mit der Bahn gekommen ist. Über 3 Jahre lag die Abstimmungsvereinbarung auf der bezirklichen Ebene. Wir haben die Sache jetzt aufgegriffen und wie gesagt, ich hoffe, dass wir es noch im April schaffen, diese Überquerung sicherzustellen. Vielen Dank, Herr Senator. Herr Oberg, Sie haben eine Nachfrage. Bitte sehr. Herr Müller, halten Sie neben der Brücke eine weitere Ampel als ergänzende Maßnahme für sinnvoll? Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, es wäre vielleicht auch schön und wünschenswert, auch noch mal diese zusätzliche Einrichtung zu haben. Aber ich bitte da auch um Verständnis. Wir haben in beide Richtungen, rechts und links von dieser Überquerung der Straße, um den anderen Parkteil in Anspruch nehmen zu können, haben wir bereits Lichtsignalanlagen. Und ich muss zugeben, dass ich auch mitunter staune, dass Eltern tatsächlich ihre Kinder in Gefahr bringen und Kinderwagen über die Absperrgitter heben, nur um nicht diese 60, 70 Meter zur nächsten Ampel laufen zu müssen. Ich staune darüber. Ich sage ja, wir nehmen das zur Kenntnis und suchen sehr kurzfristig jetzt andere Lösungen, aber eine teure weitere Ampelanlage, glaube ich, ist an dieser Stelle entbehrlich, wenn wir jetzt schrittweise auch diese Brückensituation ertüchtigen können. Vielen Dank, Herr Senator. Eine weitere Nachfrage hat der Herr Abgeordnete Birk. Bitte sehr. Herr Senator Müller, da es sich ja hier auch um den Fahrradweg Berlin-Leipzig handelt, glauben Sie wirklich, dass es zukünftig zumutbar ist, dass nicht nur die Fußgänger hin und zurück insgesamt 400 Meter nehmen sollen, um den Flaschenhalspark und den Gleisdreieckpark, wenn sie nicht von der Brücke kommen, zu begehen? Halten Sie das tatsächlich für zumutbar? Und vor allem halten Sie es für zumutbar, dass die Fahrradfahrer dann entgegen der Fahrtrichtung diesen Weg nehmen werden müssen, wenn Sie weiter keine Ampel einrichten, weil der Weg in die andere Richtung zur nächsten Ampel noch weiter ist und es auch jetzt schon dazu führt, dass sich Fahrradfahrer auf den beiden Fahrtwegen gegenseitig begegnen? Bitte, Herr Senator. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter Birk, auch an der Stelle noch mal. Insgesamt werden 4 Brücken ertüchtigt. Wir beginnen jetzt mit der ersten, damit wir sehr kurzfristig eine bessere Lösung an dieser Stelle haben. Insgesamt werden 4 Brücken ertüchtigt, so dass wir dann auch wirklich für alle Verkehrsteilnehmer, für Radfahrer und Fußgänger eine gute, eine entlastende Situation haben. Aber natürlich kann auch die eine Brücke, über die wir jetzt gerade sprechen, natürlich mitgenutzt werden, ist auch eine Selbstverständlichkeit. Aber ich glaube, es geht hier auch wirklich um eine Grundsatzfrage. Kann man so einen Park, ein Parkteil erst eröffnen, wenn drumherum alles für jeden perfekt ist?
Oder ist es nicht auch möglich und ein gangbarer Weg zu sagen, wir haben einen ersten Schritt, eine gute Situation mit dem Flaschenhalspark. Die Menschen lieben diese Grünanlage, wollen sie gerne schnell in Anspruch nehmen. Wir eröffnen diesen Parkteil und Schritt für Schritt wird die weitere Infrastruktur ertüchtigt. Leider hat sich der Bezirk aus seiner Verantwortung an der Stelle herausgestohlen. Wir übernehmen jetzt diese Situation und sichern zu, dass wir schrittweise erst die eine Brücke und dann die anderen Brücken ertüchtigen und dass für die Radfahrerinnen und Radfahrer dann auch eine entsprechend gute Situation hergestellt wird. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat nun der Abgeordnete Trapp die Gelegenheit, eine Frage an den Senat zu stellen. Bitte sehr. Frau Präsidentin, meine Frage, wie ist der Einsatz der Berliner Polizei am 8.4. auf dem Oranienplatz und der anschließenden Demo am Cottbusser Tor abgelaufen? Vielen Dank. Für den Senat antwortet, ich vermute, der Innensenator. Bitte sehr. Frau Präsidentin, Abgeordneter Trapp, der Polizeieinsatz insgesamt, das ist ja heute schon Gegenstand der Regierungserklärung und der nachfolgenden Aussprache gewesen, verlief an diesem Tag weitestgehend friedlich und störungsfrei. Am Vormittag gab es nahezu gar keine Probleme. Die Polizei, die vor Ort war, war zum Schutz für diejenigen da, die ihre Zelte und Hütten freiwillig abgebaut haben und nicht etwa zur Räumung. Am Nachmittag hat sich die Situation dann etwas anders dargestellt. Hier wurden dann die Zaunfelder, die durch eine vom Bezirk beauftragte Firma aufgestellt wurden, von einigen radikalen Unterstützern und auch von einigen Flüchtlingen aus den Halterungen gerissen, auf die Straße geworfen. Dann gab es ein Vollzugshilfeersuchen der Frau Bezirksbürgermeisterin und dem ist die Polizei dann gefolgt und hat entsprechende Störer dann hinter einer Absperrlinie gebracht. Alles in allem hatten wir an diesem Tag noch eine Demonstration. Auch hier weitestgehend friedlich und ohne Vorkommnisse. Allerdings gab es immerhin im Verlauf dieser Demonstration 9 verletzte Polizeibeamte, verletzt durch körperliche Auseinandersetzung und vor allem durch die Anwendung von Reizgasspray radikaler Demonstranten. Vielen Dank. Haben Sie eine Nachfrage? Sie haben keine Nachfrage. Dann hat die Gelegenheit zu einer ersten Nachfrage der Herr Abgeordnete Reinhardt. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Senator. Sie beschreiben da etwas, was sich mir ein bisschen anders gezeigt hat. Ich war gegen Mittag am Platz. Ich habe dort verschiedene Flüchtlingsgruppen gesehen, die zum Teil aufeinander losgegangen sind und eben versucht haben, zum Teil die einen daran zu hindern, die anderen daran zu hindern, eben dann diese Hütten abzureißen, in denen sie jetzt selber gewohnt haben. Insofern würde mich einfach mal interessieren, können Sie die Taz-Berichte bestätigen, dass es eben Verletzungen gegeben hat von Flüchtlingen, die in der Mittagszeit eben sich dort gegenübergestanden haben, aufgrund des vom Senat vorgestellten also Einigungspapiers aus dem März? Herr Senator, bitte sehr. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter Reinhardt, ich hatte gesagt, dass es erst das zunehmende Auftreten sogenannter Unterstützerszene, die besonders aggressiv war, es möglich und notwendig gemacht haben, dass die Polizei einschreiten musste. Zahlen und Schilderungen, wie Sie sie hier vornehmen, sind mir nicht bekannt. Es gab Rangeleien, ja. Inwieweit sie zu dem geführt haben, was Sie unterstellen, kann ich Ihnen nicht sagen. Nochmal meine Einschätzung für den Vormittag war so, dass wir eine weitestgehend friedliche und störungsfreie Situation hatten und es am Nachmittag dann eben durch diese aggressive Unterstützerszene zum Eingreifen der Polizei kommen musste. Ich sage noch einmal, auf Vollzugshilfeersuchung der Bezirksbürgermeisterin. Vielen Dank. Die Gelegenheit zu einer zweiten Nachfrage hat der Abgeordnete Gelbhaar. Ja, Herr Kollege Henkel, ich habe die Nachfrage, ist denn die Demonstration der Jungen Union am Oranienplatz angemeldet oder zumindest abgestimmt gewesen? Herr Senator, bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, geschätzter Kollege Gebham, hier ist von einer Demonstration der Jungen Union am Oranienplatz gar nichts bekannt. Vielen Dank.